Hallo, ich bin Nico von der Ikonenschmiede und das ist der Kunstverkaufen-Podcast mit Episode 231, dem Kunstmarketing-Podcast, bei dem du als bildender Künstler endlich verstehst und lernst, wie du dich ehrlich vermarktest und deine Kunst direkt und ohne Umwege an deinen Traumkunden verkaufst. Und heute haben wir einen besonderen Gast dabei, und zwar einen Künstler aus der Ikonenschmiede-Akademie, und zwar Michael Nolte, heute zum Interview da und bereit. Und da möchte ich mich natürlich auch erstmal bedanken bei dir, Michael, für diese Möglichkeit. Und da haben wir auf jeden Fall sehr, sehr viele schöne, interessante Themen heute auch parat. Es geht um Street Art, es geht um NFTs, aber natürlich auch um deinen persönlichen Werdegang und wie du dich selbst vermarktest und vor allem auch, was jetzt auch schon in der letzten Zeit bei dir so passiert ist. Und deswegen würde ich dir einfach mal so den Ball zuwerfen und dir mal folgende Frage stellen, und zwar, was ist eigentlich deine künstlerische Intention? Ja, meine künstlerische Intention oder der Satz, die Präambel, die über meine Kunst steht, ist halt, ich möchte die Street Art und Graffiti aus den urbanen Hochburgen dieser Zeit in dein Wohnzimmer bringen. Das ist meine Aufgabe, darin sehe ich meine Erfüllung. Und das hat sich herauskristallisiert mit der Zeit, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, fokussiert sich dann auf diesen Satz halt. Wie, das Schöne ist ja bei dir, dass ja dein Hintergrund, den du ja hast, also der jetzt nicht mit der Kunst zu tun hat, ja auch sehr, sehr interessant ist, der ja eigentlich so ein bisschen so einen schönen Kontrast vielleicht sogar darstellt zur Street Art, die ja so ein bisschen verrucht ist. Ja, also damit die Zuhörer das jetzt verstehen, ich bin also Beamter, Polizeibeamter, Kriminalbeamter und ja, bin da jahrelang in diesem Berufsleben unterwegs und dann passt das vom Kopf her halt nicht mit dieser Street Art, mit dieser Graffiti, aber ich gehe einen ganz neuen eigenen Weg, einen legalen Weg. Und die Leute sind verblüfft und finden diese Geschichte auch sehr, sehr interessant. Vor allen Dingen auch die Presse findet die Geschichte natürlich sehr interessant. Von Zero to Hero oder irgendwie zum Hunter, zum Artist, Art, Künstler, das finden die ganz interessant, ja, diese Gegensätze. Aber also so wie es sich anhört, wäre da ja auch schon von vornherein so ein bisschen eine künstlerische Ader da. Das hat sich wahrscheinlich erst während der Arbeit so entwickelt. Wie kann man sich das vorstellen? Welchen Bezug hattest du schon zu der Kunst? Ja, also die Kunst steckt eigentlich seit klein auf in mir drin. Ne? Also das war leider 20, 30 Jahre lang verschlossen. Ich bin von klein auf mit der Kunst groß geworden, über meinen Vater, über meine Familie. Immer an die Kunst herangeführt worden. Mein Vater hat ziemlich früh, also da muss ich 5, 6 Jahre, soweit ich mich zurückerinnern kann, das war Grundschule, hat er sehr mit mir viele Stunden verbracht, mich an die Kunst herangeführt, gezeichnet, mir so ein Diamantenauge beigebracht, wie man genau abguckt, abzeichnet. Und da habe ich so mit ihm angefangen, so ja, Comic-Stil zu malen. Ne? Also Biene Maya, was man so damals hatte, als kleines Kind, ne? Donald Duck, und das habe ich dann abgezeichnet, bin immer besser geworden. Mein Vater kam selbst aus einer Branche, wo er mit Bauzeichnungen sehr detailliert arbeiten musste, war ein sehr, sehr guter Zeichner, ein sehr, sehr guter Künstler. Und er war halt mein erstes Vorbild. Als Kind möchtest du natürlich immer irgendwie, ja, das erreichen, was deine Eltern erreichen oder vielleicht das Level erreichen. Und das habe ich dann irgendwann mit 18 auch geschafft, so in seine Liga zu spielen, auch immer wieder mich zu verbessern. Das ging dann nachher über, dass ich ganze große Gemälde gezeichnet habe oder gemalt habe. Und ja, mit Einstieg in den Beruf, ins Beamtentum, ist das leider dann in den Hintergrund getreten und habe ich mich über 30 Jahre auf meine berufliche Karriere konzentriert und eher durch Zufälle kam dann die Kunst auf einmal wieder empor und ist so quasi aus mir ausgebrochen, sage ich mal. Kannst du dich konkret an den Moment erinnern, als du dann gesagt hast, jetzt geht es nicht anders, ich muss, also Ja. das brodelt in mir und Ja, ich muss dem jetzt so ein Ventil geben. gibt einen ganz konkreten Anlass. Also der Anlass war eigentlich, oder der Urknall, ich habe zwischendurch in den Jahren mal immer, wenn ich freie Zeiten hatte, mal den Kopf dafür hatte, Weihnachten rum hat man mehr Ruhe, da habe ich dann mal nochmal Kunstwerke gemacht, auch Kohlezeichnungen, sehr schöne. Und ja, der Urknall war eigentlich vor, ich sag mal, 2,5, 3 Jahren. Da hatte ich einen schweren Rennradunfall bei einem Rennen im Münsterland.
Ich bin da ineinander gestoßen mit anderen Rennradfahrern und bin da mit 40 über den Lenker gegangen, durch die Luft geschleudert worden und schwer verletzt worden. Also ich hatte wirklich mehrere Brüche, Clavicula gebrochen, die Hand gebrochen, zum Glück nichts am Rückgrat, zum Glück nichts im Gesicht, Verletzungen bekommen. Ja, bin dann ins Krankenhaus gekommen, musste mehrere Operationen über mich ergehen lassen und war dann wieder mal viel zu Hause, weg von der Arbeit, hatte ganz viel Zeit, viel Schmerzen aber auch, konnte keinen Sport machen und für mich war das sehr schwierig, weil ich komme aus dem Marathonsport, aus dem Rennradsport und war irgendwie gebunden, konnte mich nicht bewegen, konnte nicht viel machen und dann habe ich mich zurückerinnert an meine Jugend und dann fiel mir ein, wie viel Spaß, wie viel Erfüllung mir die Kunst gegeben hatte. Und dann habe ich im Speicher oben bei mir im Haus geguckt und ich hatte meine alte Staffelei noch und ich hatte auch noch einen Rahmen dort. Und den habe ich rausgeholt und dann bin ich durch Zufall irgendwo auf Tape Art gestoßen. Das hat so mein Interesse geweckt, was das für eine Kunstrichtung ist. Die kannte ich nicht. Und da gab es eine Berliner Gruppe und dann habe ich mir ein Buch bestellt und habe mich da eingelesen. Und dann habe ich mein erstes Tape Art Werk erstellt in dieser Zeit, wo ich krankgeschrieben war. Mit einem Arm teilweise, weil der andere war noch komplett irgendwie verletzt. Und dieses Tape-Art-Werk, The Eyes, wo man zwei Augen sieht, die getaped sind, innen drin der Augapfel ist ausgemalt von mir. Das ist so eine Hommage an die Tape-Art-Bande oder beziehungsweise Tape-Set aus Berlin. Und als das viral ging, das war der Urknall. Also ich habe damit nie gerechnet, dass Leute da so drauf reagierten und ich bekam von allen Seiten nur Zuspruch und machst du mehr und kann man das kaufen? Und ich dachte, was ist jetzt los? Und da habe ich erst zum ersten Mal, glaube ich, gemerkt, stopp, da ist viel, viel Talent, viel, viel Gabe in dir, was du so nicht erkannt hast. Das war so der Urknall. Und von da auf habe ich die Kunst weitergemacht und bin dann aber immer professioneller in die Kunstbranche die letzten 2 Jahre abgestiegen und seitdem raubt es mir den Atem, was alles passiert ist. Also wirklich. Also ich kann es gar nicht aufzählen. Und teilweise scheut man sich auch, Dinge aufzuzählen, weil man dann ja immer diesen Ruf nicht haben möchte. Man ist Angeber, das hat mit Angeben nichts zu tun. Die Dinge sind mir passiert und ich kann die teilweise gar nicht erklären, warum die mir passiert sind. Ja, da werden wir bestimmt noch das eine oder andere aufzählen. Was ich jetzt halt auch noch spannend finde, dass du halt über Tape Art und Tape Dead auch sprichst. Na, der Stefan Meissner ist ja auch bei uns in der Akademie. Das Genau. macht es natürlich auch irgendwie lustig, irgendwie zu sehen, wie sich das alles dann miteinander verbindet. Und da möchte ich vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen. Du hattest angesprochen, dass dein Vater dich ja sehr auch beeinflusst und auch inspiriert hat zu deiner Kunst. Und du hast Donald Duck und diese Themen angesprochen. Wie würdest du sagen, oder würdest du sagen, dass sich das weiter irgendwie trägt in deiner jetzigen Kunst? Hat das irgendwie einen Platz oder inwieweit beeinflusst das deine Ja, Musik? das ist auch ein Teil von mir. Also ich habe auch Werke schon gemacht am Anfang, wo ich noch nicht so fokussiert war und noch nicht meinen eigenen Weg gefunden hatte. Da habe ich auch Werke gemacht, dass ich alte Ölgemälde neu interpretiert habe und habe dort Donald Duck gemalt, reingemacht in diese Szenerie, habe Lucky Luke da reingebracht in die Szenerie. Ganz tolle Werke. Es gibt 3, 4, 5 Werke davon, die bei einer bestimmten Kunden also sehr gut ankommen. Die sagen, boah, was ist das für eine Idee, das ist ja super. Aber davon habe ich mich mit der Weiterentwicklung so ein bisschen entfernt, weil ich mich dann wirklich auf meinen Weg und meine Kunst jetzt konzentriere. Aber das steckt in mir und ich habe auch selber noch Ideen, dass ich mir 1, 2 Werke für mich zu Hause auch nochmal machen werde. Und das kann ich jederzeit machen. Also das habe ich ja in Anführungszeichen gelernt. Das geht mir von der Hand. Du hast es jetzt angesprochen für bestimmte Kunden. Wie würdest du diese Kunden beschreiben, die damals eben sowas interessant fanden? Ja, ich glaube, die fanden interessant, dass es was Neues war, dass diese alten Werke, die man, ich sag mal, so das typische Bergsilhouette, der Wald mit Fluss, den man sieht, alte Kunst, die vielleicht bei Oma und Opa hängt, wo man drüber schmunzelt, die teilweise, ich habe Kunstwerke bekommen, die sollten weggeschmissen werden, habe ich gesagt, oh Gott, was macht ihr niemals? Ich mache daraus was ganz Besonderes. Und ich glaube, die Kunden oder die Interessenten, die ich habe, die inspiriert an meiner Art von Kunst auch, dass ich die verblüffe. Und damit habe ich sie auch auf irgendeine Art verblüfft, was man aus diesen alten Sachen noch Neues wieder entstehen lassen kann. Das ist diese Verblüffung. Das schaffe ich aber auch mit anderen Stilelementen. Und ich glaube, das ist so das Ausrufungszeichen und das Besondere an meiner Kunst.
Kommen wir vielleicht auch so ein bisschen zu dem Thema, zu deinem Leitmotiv an sich, ne? Das hat ja auch irgendwie was damit zu tun, wie du deine Motive wählst, wie du entscheidest, ob das jetzt vielleicht nicht zu neu ist oder ob das vielleicht zu alt ist. Kannst du da vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, weil das eigentlich schon sehr interessant ist? Ja, das habe ich ja aus der Ikonenschmiede gelernt. Das muss ich ja eindeutig sagen. Also das Maya-Prinzip für die Ikonen ist das natürlich ein Begriff jetzt. Du verbisserst mich, most advanced yet Genau. accepted, genau. Das habe ich ja gelernt, dass man Altes mit Neuem verbinden muss, um den Kunden nicht direkt abzuschrecken. Und so arbeite ich ja in meinen Werken auch Pop-Art-Stil mit ein, aber bringe meine komplett eigenen Ideen ein. Und diese Kombination, wo er Altes wiederfindet, Bekanntes wiederfindet, Pop-Art-Elemente mit Street-Art gekoppelt und dann meine neuen Ideen, das ist das, wo der Kunde sagt, ja, das ist mal was ganz Neues, was ganz Spannendes und das wird auch angenommen. Und das habe ich dann erst verstanden mit diesem Prinzip und was dahinter steckt. Und das ist wiederum Ausfluss aus den Lektionen der Ikonenschmiede. Dass ich das Prinzip verstanden habe und habe verstanden, genau so musst du es machen. Du musst deine eigenen neuartigen Ideen mit althergebrachten koppeln, damit es auf dem Markt auch angenommen wird. Und darum geht es ja letztendlich, dass unsere Kunstwerke von allen Ikonen auch auf dem Markt angenommen werden. Ja. Das ist spannend, weil man dann auch wirklich in den Themen, in den Motiven, die halt jemand für sich und sein Leben halt immer und immer wieder sieht und welche Muster, die ständig wieder auftauchen, die lassen sich halt dann sehr schön neu aufpeppen, neu aufbauen. Ne? Du hattest ja auch den Jean-Michel Basquiat hast du ja auch mal verarbeitet, ne? Und den Muhammad Ali. Kannst du dazu vielleicht erzählen, wie du zu dieser Motivwahl gekommen bist, weil wenn man das jetzt so sieht, so Street Art, dann denkt man sich, ja, das sieht halt cool aus, da hat er sich den Basquiat hergenommen, weil den kennt jeder. Aber da ist ja ein bisschen mehr dahinter, ne? Kannst du vielleicht Also, dazu was kann ich erzählen? dir sagen, man sieht es ja im Hintergrund, glaube ich, auf den Skateboards oben, da ist der Basquiat ja in der Mitte von mir aufgebracht. Und das ist eigentlich so mein geistiger Mentor. Also ich habe mich mit der Geschichte von Jean-Michel Basquiat sehr intensiv beschäftigt und fand die so faszinierend. Dahinter steckt ja viel, viel mehr. Dahinter steckt ja, dass jemand von der Straße weg, der nicht Kunst studiert hat, der nicht akademische Titel hatte in diesem Bereich, bis in die Upper Class von New York mit Warhol zusammen, der ihn ja hochgezogen hat, aber mittlerweile, er ist ja leider tot, dass seine Werke im Millionenbereich gekauft und versteigert werden. Und diese Geschichte von diesem Jungen, der ja letztendlich auch der erste Afroamerikaner war, der in der weißen Kunstszene New Yorks überhaupt durchdringen konnte. Diese ganze Geschichte, die ich rauf und runter immer wieder in Dokus, in Büchern, ich habe übrigens hier im Hintergrund noch ein Buch, auch Jean-Michel Basquiat und Warhol, immer wieder nachgelesen habe, die hat mich fasziniert. Was hat mich fasziniert daran? Diese Geschichte, dass jemand ohne Kunststudium, nur mit Leidenschaft, die sind in seiner Jugend sind sie in Museen gegangen, haben Zeichnungen gemacht, er hat auf der Straße gelebt und trotzdem ist er bis in die Millionenbranche von New York durchgestoßen. Genauso war es ja auch mit Warhol, machen wir uns doch nichts vor. Warhol war ein Schaufensterdekorateur, der Schaufenstermalerei gemacht hat. Ja? Und da gibt es andere Künstler wie Martin Kippenberger, der deutsche Künstler, der an der Kunsthochschule in Hamburg war und hat die abgebrochen und hat gesagt, ich will Kunst machen und nicht darüber sprechen. Und Martin Kippenberger ist einer der größten Künstler nach der Nachkriegszeit, der mittlerweile hoch angesehen ist, der leider auch schon verstorben ist. Und diese Geschichte, dass Menschen mit Leidenschaft, mit Talent trotzdem in die Kunstbranche oben reinstoßen können. Die hat mich fasziniert. Und deshalb Basquiat auch. Interessant. Ja, der Basquiat, das ist irgendwo dann auch irgendwie so eine tragische Geschichte, ne? Er ist ja mit so viel Enthusiasmus reingegangen und wollte das eigentlich wirklich nur wegen der Kunst machen. Hatte so einen Drang. Man erzählt sich ja da immer noch Geschichten, dass der produziert hat wie eine Maschine letztendlich. Aber dann halt, ja, dieser kommerzielle Gedanke, der primär im Vordergrund stand und vielleicht auch viele Menschen, die auf seinen Tod spekuliert haben, dann ihm so ein bisschen, naja, übel zugesetzt hat. Ne? Und deswegen finde ich das eine sehr, sehr spannende Geschichte, auch mit Andy Warhol, weil der so auch jemanden gefunden hat, glaube ich, mit dem er auf Augenhöhe war, mit dem er sich auch gut verstanden hat, mit dem er befreundet war.
Das ist immer spannend, sowas zu sehen. Was denkst du, macht denn heute dann auch ein Künstler aus, von dem, der jetzt einfach nur mal, jetzt mal angenommen, jemand, der kein Studium hat, der sich vielleicht schon seit Geburt an wirklich als Künstler oder Künstlerin sieht und der einfach was schaffen möchte, er hat die Leidenschaft. Was denkst du, sind denn so die Schritte, die entscheidend sind? Ich glaube, erstmal zu erkennen, dass man vielleicht dieses Talent, diese Leidenschaft hat, also so eine innere Suche. Und wenn man das erkannt hat, dass man dann hartnäckig seine Ziele verfolgt, ja, und sich da auch nicht abbringen lässt und auch nicht mit negativen Glaubenssätzen, die von außen kommen, sich vielleicht abbringen lässt, sondern wenn man wirklich erkannt hat und man ist aus der vom Herzen her und von der Seele wirklich Künstler und man spürt das. Und man hat ein Talent, wo andere vielleicht auch sagen, der macht was Besonderes. Dann sollte man das ernsthaft verfolgen, aber auch hartnäckig bleiben an seinem Ziel. Wenn wir schon beim Thema hartnäckig sind, also da hattest du ja schon davon gesprochen, dass du einen Lucky Luke dann auch schon verarbeitet hast in deiner Kunst, und dann meintest du auch, ja, das ist aber etwas, das jetzt nicht mehr so mit dem zu tun hat, was ich heute mache. Wie ist denn so dieser Übergang, wie hat der stattgefunden von dieser früheren Motivwahl hin zu dem, was jetzt heute stattfindet bei dir? Also der war ganz spannend, muss ich sagen. Also mit Eintritt in die Ikonenschmiede, ich war wissbegierig, ich wollte mehr von der Kunstszene erfahren, ich wollte Inhalte haben, ich wollte professionell mich sofort aufstellen. Ich war aber frei vom Kopf, ich war nicht irgendwo eingeschränkt, weil ich ja nicht vorbelastet bin, in Anführungszeichen, akademisch in diesem Bereich. Deshalb war ich frei, was vielleicht ein Vorteil im Nachhinein ist, weil ich auch für deine Lehrinhalte frei war. Und dann muss ich sagen, geht das nach meiner Erfahrung nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess, den durchläuft man. Ich beschreibe mich am Anfang wie ein junger Hund, der auf der Wiese rumspringt, der spielen will, der mal alte Gemälde umgemodelt hat mit Comics, dann hat er was Street-Art-mäßiges gemacht, dann hat er wieder ein anderes Kunstwerk gemacht. Ich habe so ein bisschen bin rumgesprungen, wollte mich ausprobieren und wollte testen, kann ich das, schaffe ich das, auch dieses Kunstwerk zu machen. Und das hat sich nachher irgendwo kanalisiert. Und ich wusste innerlich, das war ein Prozess, in welche Richtung möchtest du? Es war immer, dass ich knallige Farben haben wollte. Ich wollte bunt, ich wollte Lebensfreude transportieren. Ich bin ein Kind der 70er, 80er, 90er. Mich hat sehr Breakdance, mich hat Skateboards, mich haben Vans. Diese ganzen amerikanischen Einflüsse, die rüberkamen, haben mich sehr geprägt. Das war auch immer so, was bei mir eine Rolle spielte. Graffiti damals auch schon, was ich nie ausleben konnte damals. Und irgendwann an einem Punkt war mir klar, wo ich sagte, ich will mich fokussieren auf Street Art, Graffiti und das nochmal, aber mit einem neuen Touch, mit meiner Moss Art gekoppelt, weil das gibt es so nicht. Und da war mir klar, ich will mich auf diese Sachen konzentrieren und nicht sehr auf Comicmalerei oder auf andere Techniken, sondern ich möchte diese Inhalte, diese Elemente und letztendlich die Street Art von den Straßen in die Wohnzimmer der Menschen bringen. Weil ich erkenne, viele finden Street Art gut, aber man kann sich keinen Brückenpfeiler oder ein Stück Mauer ins Wohnzimmer hängen. Aber viele finden diese Art Malerei, diese krassen Farben, diese Schriften teilweise, diese Tags gut. Und wenn man die auf Leinwand bringt, da gibt es viele, die sich sowas sehr, sehr gerne ins Wohnzimmer hängen oder ins Büro. Wie passt es zu deiner Technik Mossart? Ich denke mal, das müsste man auch mal erklären für die Zuhörer, was genau das für dich bedeutet. Du hast ja auch Stickungen jetzt auch verarbeitet in deiner Kunst. Vielleicht auch über diesen Prozess kannst du vielleicht ein bisschen was erzählen. Ja, die Mossart, das heißt übersetzt Modern Stick Art. Den Begriff habe ich selber gewählt und ausgesucht auch. Und auch dies war eine Entwicklung. Man möchte immer experimentieren, neue Einflüsse vielleicht in seine Werke reinbringen und sagen, ich möchte mich ein bisschen absetzen von anderen Künstlern. Und wenn man daran arbeitet, irgendwann kommen einem Ideen. Und da ich sehr experimentiere mit Materialien, ob es Federn sind, ob es Tape ist, Gafferband, die ich einbringe und damit den Menschen verblüffen möchte, kam mir irgendwann die Idee, ich möchte Stick einbringen in meine Werke. Und dann ließ mich diese Idee nicht mehr los. Und ich hatte einen Leitartikel mal gelesen vom Osthaus Museum, im Folkwang Museum in Hagen, was Osthaus ja gegründet hatte. Folkwang ist meistens für Essen bekannt, aber der Ursitz war ja in Hagen.
Und da hatte er 1902 rum ja versucht, eine künstlerische Hochburg zu schaffen und hatte unter anderem einen Künstler dort hingeholt von Weimar und der hat Flachstickarbeiten gemacht. Der hat Werke entstehen lassen aus Flachstick, komplette Werke, die heutzutage auch berühmt sind. Das waren nicht viele. Aber das ist irgendwann auch in der Kunstwelt, glaube ich, in Vergessenheit geraten. Man kennt wie kann so, man sich das vorstellen? Flachstick, wie sieht das aus? Ja, das sind dicke Wollarbeiten und dann hat man ein Kunstwerk komplett aus Wolle gestickt. Ja, er hat dann König gemalt, ganz berühmtes Bild, mit goldener Wolle auch oder die da eingeflossen sind. Dann hat man ein komplettes Werk, was gestickt ist. Mhm. Und man kennt ja auch die Stickarbeiten, die Oma früher vielleicht gemacht hat, so Stickbilder gemacht hat. Aber das sollte es bei mir nicht sein. Ich wollte halt ein Mixmedia machen, ein Crossover. Und da ist mir dann die Idee zugekommen, dass ich Streetart-Werke, die ich auf Leinwand bringe, Elemente daraus aussticken lasse. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und habe ein neues Teammitglied gewonnen. Ich habe mittlerweile ein Team um mich herum, der eine eigene Firma hat. Und dann sind wir in Kooperation gegangen und dann haben wir getüftelt. Und es ist kein einfacher Weg, diese Werke zu erschaffen. Und wir haben mit der Zeit, mit viel Materialproben, mit viel Zeit, die da drauf gegangen ist, einen Weg gefunden, wie wir es schaffen, Stickereien in meine Werke einzubringen. Und ich mache vorher die Street Art oder die Graffiti oder nachher, wie es halt passt, und bringe richtigen 3D-Stick da ein in verschiedenen Farben, hochwertige Garne und es ist sensationell. Also ich habe die ersten Werke hier hingehangen und der Versuch war, ich wollte wissen, wie reagieren die Menschen. Und am besten kann man solche Reaktionen an Kindern ablesen. Weil die sind vom Mind, vom Denken, die gehen da einfach ran. Und ich hatte zwei Nachbarskinder hier und die haben das Werk gesehen. Und was wollten die als erstes machen? Die wollten es anfassen. Und genau diesen Effekt wollte ich haben. Diesen Effekt, ich möchte das anfassen, ich möchte das berühren. Was ist das denn? Und das wollte ich mit diesem Stick erreichen. Dieses see it, feel it, touch it, berühre es. Bei meinen ersten Ausstellungen musste ich die Menschen wirklich dazu bringen, mit den Händen die Werke anzufassen. Das darf man natürlich nicht. Man darf keine Kunstwerke anfassen. Ich habe gesagt, doch, meine Kunstwerke darf man anfassen. Das war das Neue. Und jetzt werden wir im nächsten Jahr uns darauf konzentrieren und wir haben ganz neue Stickgarne, ganz leuchtende, wir haben retroreflektierende Garne. Wir haben Ideen, auch mit blinden Vereinen oder da in diese Richtung mitzuarbeiten. Man kann ja da ganz tolle Sachen mitmachen. Da werden wir eine richtige Serie dann mal, eine größere rausbringen, wo ich dann diesen Stick einbringe. Und ich glaube felsenfest, die Leute werden fasziniert sein. Also die Werke gefallen mir selber so gut, dass es mich schmerzen würde, wenn ich jetzt die ersten Werke verkaufen würde. Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Das ist schon mal sehr gut. Also man sieht ja auch bei dir, du hast ein besonderes Augenmerk auf deine Handschrift gelegt, dass da halt ein persönlicher Stil, ein Wiedererkennungswert da ist. Weil das ja oft auch so dem Street Art so nachgesagt wird, das sieht alles gleich aus und so weiter. Und deswegen finde ich das sehr, sehr spannend. Wie hast du dann, zu welchem Zeitpunkt hast du dann dich dazu entschlossen, dass das jetzt anders sein muss, als jetzt, was du sonst so gemacht hast? Ich glaube, ich bin immer auf der Suche, irgendetwas Besonderes zu machen, mich abzusetzen, irgendwie die Menschen zu verblüffen. Das ist dieser innere Anreiz, sich nicht zufriedenzustellen irgendwo sich immer zu verbessern. Ich möchte mich immer verbessern, immer was Besonderes, was Neues machen. Und das war jetzt ein Betätigungsfeld, wo ich sage, wenn das klappt, wenn wir das hinbekommen, maschinell und alles, was da dranhängt, das ist sehr, sehr kompliziert auch und sehr viel Aufwand, dann können wir in die Breite, ich habe Ideen im Kopf, die sind unerschöpflich. Wenn wir da erstmal reingehen, da werden wir Sachen, wir werden jetzt am Anfang erstmal ein paar Sachen, dass man sieht in der Breite, was kann man alles machen, entstehen lassen. Wir haben jetzt mit goldenem Stick gearbeitet, wo ich eine Madonna gesprüht habe, die hat einen goldenen Heiligenschein, der wird mit Blattgold jetzt noch verziert und der ist ausgestickt. Dann kommen da Graffiti-Elemente rein, dieser krasse Unterschied, dieses friedliche, diese Madonna und dann diese krassen Unterschiede. Das wird so Hammer aussehen. Ich glaube, die Menschen, die werden davor stehen und da zeigt sich dann, wo ich sage, so, und das macht eben keiner in 1, 2, 3 Wochen mal eben nach. Ja. Kann man lange dran tüfteln, das wird man alleine nicht so hinbekommen. Ich weiß, wie schwer die Prozesse sind. Wir sind da mit Asien auch in Kontakt, weil da müssen Vorarbeiten gemacht werden, auch Programme geschrieben werden mit Patchern, alles, was da dran hängt. Das macht keiner mal eben in 2, 3 Wochen nach.
Das ist mein Anspruch gewesen. Mach Kunst, die dir keiner so schnell nachmachen kann. Ja, dann nutzt man dann auch gleich globale Ressourcen. Ne? Dann ist es auch, es ist schön, weil sonst der Künstler oft so in seinem eigenen Atelier sitzt und dann malt er und hofft, dass das irgendjemand mal entdeckt. Aber das ist halt bei dir ein schöner Kontrast. Du gehst halt raus, du suchst dir die ganzen Produzenten raus, scheust dich nicht vor komplizierten Vorgängen und versuchst dich halt da immer wieder neu zu erfinden. Und das ist halt spannend, weil ich kenne ja deine Werke und was jetzt manche vielleicht ein bisschen wundern würde, ist, dass man jetzt nicht sofort sagen könnte, okay, das ist eine Handschrift und ich würde dich sofort wiedererkennen, sondern bei dir merkt man immer wieder eine Entwicklung. Es entwickelt sich immer weiter. Und deswegen vielleicht auch hier an der Stelle möchte ich gerne auch was für die Zuhörer sagen. Es ist auch okay, dass man sich weiterentwickelt. Ja. Und deswegen möchte ich vielleicht an der Stelle, ist ja Weiterentwicklung, ist ja nicht immer positiv. Ne? Das hat ja immer auch was mit Herausforderungen zu tun. Kannst du dich zurückerinnern an die Zeit, als du jetzt so vorangeprescht bist und dann so die ersten Herausforderungen hattest? Welche kannst du jetzt so nennen, die dir vielleicht auch dabei geholfen haben, dich besonders weiterzuentwickeln? Ja, ich weiß, eine Herausforderung, ganz klar, da habe ich habe ja ein Hannah Arendt-Werk gemacht, das war eine jüdische Publizistin und das war für einen Contest, auch für einen Tape-Art-Contest, wo Tape-Z, glaube ich, war es, für das Deutsche Museum hatten die ein Werk gemacht und haben danach einen Contest ausgeschrieben mit dem Deutschen Museum zusammen und das war natürlich mein Thema. Als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, da musst du dran teilnehmen, du musst dich da bewerben, du musst ein Hannah Arendt-Werk machen. Und dann ist es so, dann beschäftige ich mich erstmal mit der Person Hannah Arendt, die mir nichts sagte, lese mich ein, schaue mir Dokus an, gucke ihre Geschichte an, was macht diese Person aus. Und wenn ich dann ganz viel Input habe, dann arbeitet mein Geist, mein Gehirn und dann fallen mir die ersten Ideen an, wie kann ich das in ein Tape-Art-Kunstwerk umsetzen. Und dann entstanden die ersten Ideen. Ich wollte die Hannah Arendt tapen mit Strahlen für ihre Gedanken, ihre Leitsprüche. Ein Geländer noch, weil sie hat den Leitspruch Freiheit ohne Geländer. Und dann irgendwo habe ich am Computer erstmal das Bild erstellt und dann habe ich es übertragen. Und dann kamen die großen Hindernisse. Wo du immer sagst, auch in der Ikonenschmiede, Hindernisse sind dazu da, dich weiter zu verbessern. Und da habe ich gemerkt, genau das ist der Punkt. Ich habe angefangen, ich musste die Hannah Arendt darstellen mit mehreren Folien dann, die übereinander sind. Das macht man Cutouts, heißt das, man schneidet dann Teile auch wieder aus. Und die erste Folie, die ich aufgebracht habe, war eine schwarze und die ist mir nach 5 Minuten total verrissen und da waren Falten drin. Und ich habe gedacht, oh Gott, das kann man so nicht lassen, das ist kein Anspruch. Und die Folie ist drauf und dann musst du die wieder runterbekommen und dann habe ich verzweifelt und habe gesagt, wie soll ich je dieses Werk hinbekommen? Das ist die erste Folie, da müssen 3 Folien drauf und das muss 2-3D-mäßig sein. Und dann bin ich raus, wieder an die Luft und hab nachgedacht, und dann ließ es mir wieder keine Ruhe, bin wieder an das Werk gegangen und habe dann Zentimeter für Zentimeter, das hat einen Tag gedauert, nur die schwarze Folie mit einem Rakel macht man das runter, runter, runter. Und nach einem Tag, ich war schweißgebadet, hatte ich diese schwarze Folie da drauf. Dann gesagt, wenn du die schwarze schaffst, dann versuch die nächste Ebene auch zu schaffen. Und dann hatte ich die zweite Ebene, habe ich auch irgendwie geschafft. Und dann habe ich die dritte Ebene aufgebracht und die Cutouts und dann auf einmal stehst du vor dem Bild und siehst, ja, ich erkenne diese Frau. Und dann kamen die Feinarbeiten hinzu. Und dann ist es ein super Werk geworden, wo ich mich selber gesagt habe, ich habe gesagt, boah, wenn du das schaffst, dann schaffst du auch andere Dinge. Und ja, das endete ja, wie viele wissen, dann in der Prämierung, dass ich dann Platz 1 durch das Deutsche Historische Museum erlangt habe, was natürlich so einen riesen Aufhall erstmal gegeben hat. Das Werk steht jetzt noch hier oben bei mir im Haus, ist aber auf dem Weg ins Innenministerium von Nordrhein-Westfalen. Das wird dort feierlich erstmal zur Leihgabe hingehen. Also die Geschichte von Hannah Arendt geht auch weiter. Und ich glaube, das ist auch noch nicht ihr letzter Platz. Ich sehe sie immer noch im jüdischen Museum irgendwo in Berlin, wo ihr Platz ist, wo sie ihre Ruhe vielleicht haben soll. Und ich denke mal, da wäre so ein angemessener Platz für dieses Werk. Ja, Glückwunsch an der Stelle nochmal. Das war auch wirklich was sehr Außergewöhnliches und da hat dich ja auch unsere Bundeskanzlerin geehrt. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Ja, das war ein Nebenprodukt auch. Wir hatten da Kontakte zum Bundesaußenministerium, hatten wir schon lange Zeit, weil wir auch Mauerwerke vertreiben. Da lief auch schon mal ein Geschäft drüber. Und das Bundeskanzleramt hatten wir in dem Zuge auch nochmal angeschrieben. Und
Ich hatte zwar diese E-Mail schon fast vergessen und dann auf einmal hatte ich einen E-Mail-Eingang und der war irgendwo so nichtssagend, so eine Referenznummer. Und durch Zufall bin ich am Ende des Tages eigentlich da reingegangen und dann war das wirklich vom Bundeskanzleramt, von der Referent, der die Glückwünsche der Bundeskanzlerin mir halt auf diesem Wege mitgeteilt hat und dass sie mir auch alles Gute wünscht für meine weitere Zukunft als Künstler. Man hat ihr das Werk also auch näher gebracht. Sie muss es auch gesehen haben dann, zumindest online-mäßig. Und ja, das kommt bei den Leuten natürlich großes Aha-Erstaunen. Ich sage immer, ja, waren Glückwünsche. Ne? Mir ist es wichtiger, dass für meinen Kinder- und Jugendhospiz, für das ich mich einsetze, da ein paar tausend Euro zusammenkommen, als das andere, sage ich mal. Ne? Vielleicht kannst du, das ist auch ein interessanter Punkt, weil als wir uns das erste Mal unterhalten haben, war das ja auch ein zentrales Thema. Dieses Kinderhospiz und wie du eben da auch deine Kunst nutzt, um eben diesem Hospiz zu helfen. Vielleicht kannst du da einfach so diesen Hintergrund ein bisschen erläutern, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen das verstehen. Ja, gerne. Also der Ursprung war, dass ich ja 2018 die Kunst begonnen hatte, hatte dann immer mehr Werke gemacht und immer mehr Leute wurden auf mich aufmerksam und die wollten dann zu mir nach Hause kommen und die Werke sehen, kann ich auch verstehen. Das wurde mir dann irgendwann zu viel, wo ich gesagt habe, Leute, ich kann hier nicht jedes Wochenende Leute durch mein Haus begleiten. Und dann habe ich gesagt, komm, wir müssen das zentral machen, eine Ausstellung. Ich mache da eine Ausstellung für alle und hatte mir einen Ort ausgesucht, eine alte Kaffeerösterei hier in der Umgebung. Und durch in Anführungszeichen Zufälle, wo viele sagen, jetzt mittlerweile Zufälle gibt es nicht, das sollte so sein. In diesem gleichen Moment ist das ambulante Kinder- und Jugendhospiz auch an diesem Platz eingezogen mit einem Büro. Und ich habe immer gesagt, wenn ich was mache, eine Ausstellung, möchte ich Werke versteigern lassen, aber immer zum guten Zweck. Möchte das, was mir widerfährt, möchte ich immer wieder abgeben, auch weil mir so viel Glück in den letzten 24 Monaten widerfahren, das möchte ich auch zurückgeben. Und Kinder- und Jugendhospiz, war mir sowieso, liegt mir das am Herzen, also Kinder, die eine lebensverkürzende Krankheit haben. Und dann bin ich mit denen in Kontakt getreten und ich habe einen Freund, der ist Auktionator, der hat also wirklich einen Auktionsschein auch. Und dann haben wir eingeladen und es war ein sonniger Tag, es war bombastisch, da ist ein Café mit angekoppelt, es sind ganz, ganz viele Menschen gekommen. Wir hatten eine Geigenspielerin, es war ein toller Tag. Und dann haben wir Werke versteigert und es kamen ein paar tausend Euro zusammen und die habe ich dann gespendet und seitdem auf jeder Ausstellung, die ich jetzt mache, ich mache eigene Ausstellungen, werde ich immer wieder Werke für das Kinder- und Jugendhospiz also versteigern. Das Witzige war, dann kamen die Verantwortlichen des Hospizes zu mir und fragten mich dann nach der Versteigerung, ja, wie viel bekommen wir denn von diesem Erlös ab? Und da habe ich die nur angeguckt, wie viel bekommt? Alles. Alles oder gar nichts. Das war für die unvorstellbar. Die waren völlig verwundert. Und ich habe dann im letzten Jahr auch Corona-Jahr im Dezember, weil ja nichts lief, habe ich eine Serie, eine eigene aufgemacht, die White Edition. Habe ein Kunstwerk, das waren Converse-Schuhe, ausgestickt und getaped. Habe die dann versteigern lassen, habe noch einen Kooperationspartner. Herzlichen Dank nochmal an Romy Hausmann, die Schriftstellerin, die mich da sehr unterstützt hat, die auch gespendet hat. Und dann haben wir auch über 2000 Euro für dieses Werk bekommen und konnten das komplett dem Kinderhospiz spenden. Und die brauchten das zu dem Zeitpunkt sehr, sehr dringend, weil die auf Masken angewiesen waren, auf Hygienesets und die brauchten das Geld wirklich. Und das ist gut aufgehoben. Interessant. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Haltung, die man dann halt auch mit der eigenen Kunst einnehmen kann. Und ich finde das sehr schön, dass man da halt auch ein bisschen was zurückgibt. Und man da eigentlich aus der Situation heraus hat sich dann so der Drang, ist der Drang entstanden, die Kunst dann auszustellen. Weil man will ja nicht, dass die Leute da irgendwie daheim die ganze Zeit klingeln. Wie stehst du denn heute aktuell zu dem Thema Ausstellungen? Wie ist da so deine Herangehensweise? Jetzt gerade wenn Corona ist natürlich schwierig, aber so prinzipiell, welchen Bezug hast du zu dem Thema Ausstellen? Also am Anfang, unbedarft, wenn man so reinrutscht, ist eine Ausstellung für jemanden ja das Größte. Oh, eine Ausstellung, eine eigene Ausstellung. Ja, genauso wie man am Anfang meint, ah, man muss einen Galeristen da haben, man muss einen Galeristen haben. Das hat sich bei mir völlig gewandelt. Also ich hätte eine Ausstellung jetzt gehabt, 2020 in dem Corona-Jahr, da habe ich Jahre drauf warten müssen bei der Stadt Dortmund, die hat mir eine Einzelausstellung gewidmet. Nachdem ein Werk von mir, das ist mit Udo Lindenberg zusammen entstanden, auch im Historischen Museum der Stadt Dortmund gelandet ist. Und die hatten mir eine Einzelausstellung zugesagt, das konnte wegen Corona nicht stattfinden. Mein Umfeld reagierte darauf, oh, jetzt geht alles kaputt und deine
Karriere und du hast die Ausstellung nicht. Ich habe mir innerlich gedacht, so what? Ja, dann ist es so. Dann sollte es so sein. Trotzdem fährt mein Zug weiter auf mein Ziel drauf zu. Das hält mich nicht auf. Und mittlerweile ist es so, ich war dieses Jahr sogar froh, das hört sich doof an, die Revierkunst hat mich gebucht, da sind ausgewählte 60 Künstler und die konnte jetzt das zweite Mal nicht stattfinden und die mussten mir leider absagen mit Zusicherung nächstes Jahr. Ich war dieses Jahr sogar froh darüber. Weil ich so viele Aufträge habe und so viel zu tun habe, dass ich sage, okay, das passt mir nächstes Jahr sogar viel, viel besser. Bin aber noch dieses Jahr einmal auf einer Ausstellung mit zwei, drei Werken im LWL Industriemuseum in Hattingen. Die wird im September sein. Da sind auch nur ausgewählte Künstler, die werden auch prämiert. Da bin ich nochmal vertreten. Aber auch ohne Ausstellung geht mein Weg weiter und ich bin nicht davon abhängig, dass mich jemand ausstellt. Wir werden 2022 eine komplett eigene Ausstellung, eine komplett große Vernissage selber eröffnen. Dafür laufen die Planungen jetzt so langsam an. Das wird ein Riesending, wo deutschlandweit Gäste zusammenkommen. Da kommen Special Guests, ganz interessante Leute. Ich bin nicht davon abhängig, dass mich jemand ausstellt. Ich nehme das lieber selber in die Hand. Ja, das wird auf jeden Fall eine schöne Veranstaltung. Ich liebäugle schon damit. Vielleicht traue ich mich raus aus meinem schönen Regensburg und besuche dich dann mal bei dieser Ausstellung. Sehr gerne. Und jetzt ist mir aufgefallen, welches Projekt mit Udo Lindenberg? Was ist da passiert? Wie Ja, ist das das war auch gekommen? ganz am Anfang. Ich hatte ja dieses Kinderhospiz, diese Versteigerung im Sinn und ich habe gedacht, wir müssen irgendwas den Kunden was Besonderes bieten. Und da ich immer mitbekommen habe, dass Udo Lindenberg ja auch Wohltätigkeitszwecke unterstützt, hatten wir über einen Mittelsmann im Atlantic Hotel Kontakt zu Lindenberg und haben einfach gesagt, komm, wir fahren da hin, wir nehmen das Werk, was ich vorbereitet habe und fragen ihn, ob wir so eine Collaborations-Art machen. Er macht was drauf, ich mache was drauf und dann gibt es in Dortmund den U-Turm, das ist hier so ein Begriff von der Dortmunder Union Brauerei. Da habe ich gesagt, den male ich dann mit dem goldenen U und dann machen wir draus Udo, ne? Udo Lindenberg. Und ja, ich habe das Werk dann dort abgegeben, direkt vorgesprochen bei ihm konnte ich nicht. Hatte dann 2 Tage gehofft, war in Hamburg und hörte erst nichts. Und dann Wochen später, und das ist ja das Spannende, man lässt Luftballons in die Luft und man weiß nicht, ob die ankommen oder nicht. Und Wochen später kriege ich dann eine Rückmeldung, wann ich denn endlich im Atlantic Hotel vorbeikommen würde, das Werk würde fertig hier stehen. Udo Lindenberg hätte da was draufgemalt. Und dann stand ich da, ich war ja schon wieder zu Hause. Da musste ich das erstmal organisieren, dass das Werk abgeholt wurde. Ja, und Udo hatte wirklich sein Emblem drauf gemalt mit so einem Anstoßen und ein Herz drunter und hatte das signiert nochmal und hatte da was drauf gemalt. Das Werk habe ich dann vollendet. Und das haben wir dann als Höhepunkt der ersten Ausstellung in den Mittelpunkt gestellt und haben davon exklusiv eine Replik, das Original ist noch im Kunsthistorischen Museum der Stadt Dortmund, exklusiv eine Replik versteigert. Es gibt also nur eine Replik davon. Sehr schön. Was wurde mit dem Geld gemacht? Das hat komplett Kinderhospiz bekommen. Das ist ja dieses Uhrwerk, wo ich sage, wenn Repliken, dann nur für das Kinderhospiz und dann wird es nur ganz wenige von geben. Es gibt nur eine bislang. Und das Original ist im Museum Dortmund. Das bekomme ich aber zurück, das war eine Leihgabe. Interessant. Ja, das ist echt spannend, also muss man echt sagen, weil bei dir ploppen halt die Projekte auf ohne Ende. Das ist echt Das verstehe spannend. ich wirklich auch nicht. Aber Ja. ich habe so eine Grundintention, die musste mein Team, ich habe ja mittlerweile 3 Leute um mich herum, die musste mein Team erst verinnerlichen. Meine Intention ist, wie soll ich es beschreiben? Ich sage immer, lasst Luftballons in die Luft raus, fliegen am Himmel und egal, lasst 10 Stück los. Vielleicht kommt nur einer an, aber der ankommt, kann für uns wichtig sein. Und kümmert euch nicht, ob die ankommen. Lasst die Ideen raus, schiebt was an, 90 Sekunden in die Bewegung kommen. Nicht Ideen haben, sondern Ideen umsetzen. Und das lebe ich vor. Und die haben erst so ein bisschen gestutzt. Und dann ein Teamkollege hat in Münster seinerzeit das Ganze mal live dann, wenn man es ja selber erfährt, dann verinnert man nicht, hat es dann live mal bei mir erlebt, wie sowas funktioniert. Der war sprachlos. Ich kann das kurz erzählen, das Beispiel. Wir waren in Münster, hatten ein Team Day, so nenne ich das, wo ich das Team zusammenrufe, lade das dann ein, wir besprechen uns. Und wir sind danach dann nochmal durch die Innenstadt gegangen. Und da ist ein großes Design-Einrichtungshaus, ein familiengeführtes. Ich nenne den Namen extra jetzt nicht. Und
Er wollte reingehen und für seine Freundin gucken, ob er noch eine Vase bekommt irgendwo. Ich bin draußen geblieben und habe mir die Schaufenster angeguckt. Und in den Schaufenstern waren große Werke, auch im hohen vierstelligen Bereich. Und da habe ich mir das so angeguckt und habe gedacht, das wäre doch mal toll, wenn du auch da hängen würdest. Und dann habe ich Werbung von diesem familiengeführten Einrichtungshaus an der Scheibe gesehen, habe mir die abfotografiert, habe mir das so im Geist schon vorgestellt und habe mir gedacht, wenn ich zu Hause bin, schreibe ich die aber mal direkt an. Der Kollege kam aber nicht raus. Dann bin ich reingegangen, habe den gesucht und finde, ich kann es nochmal zeigen, finde dieses Buch hier, Basquiat und Warhol. Mein Mentor nimmt mir das in die Hand und sagt, das musst du dir jetzt kaufen, egal wie teuer das ist. Der Verkäufer guckt mich an. Ich kaufe das Buch. Er sagt, toller Künstler, der Basquiat. Ich sage, das ist mein Mentor, ich mache selber Kunst. Wir kommen ins Gespräch. Er erzählt mir, dass er selber ein Basquiat-Original zu Hause hat. Ich war von den Socken. Wir kommen ins Gespräch. Er war voll begeistert von meiner Kunst und wie ich da die Leidenschaft rüberbringe. Sagt er, warten Sie hier, ich hole mal eben den Geschäftsführer. Er hat den Geschäftsführer geholt. Auf einmal war eine Traube von Leuten um mich herum und er sagte, Sie müssen auch Ihre Werke mal hier bei uns und ausstellen und verkaufen und hin und her. Und jetzt stehe ich mit denen in Verhandlungen seit über einem Dreivierteljahr, dass meine Werke bei denen ausgestellt werden im Schaufenster und wir halt ins Geschäftliche kommen. Der Kollege, der stand daneben, sah mich dann irgendwann von Leuten umgeben, guckte nur und hat nicht begriffen, was da los ist. Ich sage, ja, so funktioniert es. Mindset, ja, dieses Gesetz der Anziehung, wenn ich das ausstrahle, dann ziehe ich Menschen und Begebenheiten in mein Leben. Ich habe es vorher auch nicht geglaubt. Heute bleibt mir der Atem weg. Jetzt mittlerweile begreife ich, dass da eine Gesetzmäßigkeit, eine Naturgesetzmäßigkeit hintersteht. Wenn ich das ausstrahle, wenn ich mit Ausstrahlung rausgehe, wenn ich authentisch bin, wenn ich das vom Herzen den Menschen von meiner Kunst erzähle, ziehe ich die wie die Motten das Licht an. Oder wie das Licht die Motten an, ne? Andersrum. Und du formst eigentlich die Welt um dich herum. Und das klappt sehr stark oder. Ein Ausfluss der Ikonenschmiede ist halt dieses Mindset auch, was ich eingebaut habe. Was mich tagtäglich begleitet, was mich pusht, was mich auch wieder runterbringt, erdet und immer wieder auf meinen Weg bringt, wo ich sage, alles, was auf dich einfließt, und es fließt im Moment sehr viel auf mich ein, viele Projekte, viele Ideen, aber trotzdem bleib auf deinem Weg, dein Zug, der rollt, da willst du hin. Und wir haben alle gemeinsam im Team einen Traum, den verrate ich jetzt nicht, das ist unser Traum. Und da arbeiten wir alle drauf hin. Und ich weiß jetzt schon, dieser Traum wird eines Tages umgesetzt. Woran erkennst du, dass du eine gewisse Technik oder ein gewisses Projekt oder eine gewisse Kooperation oder sowas, ob du das eingehst? Ist es eher ein Gefühlsding oder woran entscheidest du das? Oder woran erkennst du, ob das dich jetzt weiterbringt oder nicht? Das sind verschiedene Dinge. Zum einen Gefühl, aber auch harte Recherche. Zum anderen habe ich auch in dieser Zeit Ikonenschmiede gelernt. Von anderen Künstlern, von dir, von Aussagen. Man hört sich auch um. Ich sag mal, ich habe in den letzten 6 Monaten habe ich mehrere Anfragen bekommen von Firmen oder Gruppen, die Streetart-mäßig unterwegs sind, die mich gerne hätten. Ich habe eine Einladung bekommen nach Hannover zum Auftakt einer Streetart-Gruppe, die da war auch der WDR, die wollten mich dabei haben, sag ich mal. Ich habe hin und her überlegt. Und habe aber für mich an einem Punkt festgestellt, das passt nicht zu dir. Das, was da gemacht wird, das läuft auf so eine Art Subunternehmertum hin und Freiheiten von sich aufgeben. Ich habe gesagt, das passt nicht auf den Weg, den du bist, da passt das nicht rein. Und ich habe nicht dran teilgenommen. Ich bin nicht nach Hannover gefahren, obwohl ich eingeladen war, man hätte mir Hotel alles bezahlt, habe ich nicht gemacht. Ähnlich ist es mit einem zweiten Projekt, was im Moment nicht bei mir reinpasst, die Art Fair, wo ich in Paris oder in London ausstellen könnte. Da habe ich mich vernetzt mit einer Künstlerin aus der Ikonenschmiede, die ja schon Vorerfahrungen hatte. Die sagte, ja, ich hatte Glück, ich kannte den jetzt. Meine Ausstellung war, glaube ich, in Genua oder irgendwo. Die hat mir ihre Erfahrung geteilt, wo ich gesagt habe, okay, ich interessiere mich dafür, aber nicht im Moment. Da unterscheide ich. Aber bei manchen Sachen denke ich mir, da lohnt es sich, Zeit zu investieren, weil nach hinten raus sehe ich da Möglichkeiten, Perspektiven, Chancen. Und dann investieren wir auch. Das ist wie mit dem NFT. Das habe ich erkannt, habe das meinem Team vorgestellt, habe gesagt, das ist ein Bereich, lasst uns da jetzt frühzeitig reingehen, um in 5 Jahren einer deutschlandweiten erfahrenen Street-Art-Künstlerin im NFT-Bereich zu sein. Ja, da können wir auch gleich drüber sprechen. Also ich wollte ja eigentlich drüber sprechen. Also eigentlich wollte ich jetzt,
fragen, ob das vielleicht so Werte sind, die bei diesem Entscheidungsprozess so mitschwingen. Aber wenn wir jetzt das schon haben mit NFT, dann denke ich, können wir das alles in einem Rutsch machen. Woran hast du jetzt für dich entschieden? NFT, also was möchtest du denn da umsetzen? Wie siehst du diesen Markt? Weil es gibt ja viele, die jetzt so sagen, nee, das ist eine Riesenblase, und manche sagen, ah, nee, das ist die Zukunft. Welchen Zugang hast du zu diesem Thema? Am Anfang hatte ich den Zugang ganz normal, dass man halt nur über Bitcoin was erfahren hatte und über Beeple. Ja, ein 68 Millionen Werk, was versteigert wurde, und man fragt sich, ja, wie geht das und was steckt dahinter? So, und dann habe ich mich näher mit der Thematik beschäftigt, habe mir aber Bücher und Hörbücher angeeignet, wo ich wirklich tief abgestiegen bin in dieses Thema. Ja. Das ist halt nicht nur Bitcoin, das ist halt nicht nur Beeple. Da steckt ja eine ganze Technologie hinter, ja, die Blockchain-Technologie. Und wenn man die einmal verstanden hat und welche Möglichkeiten sich da ergeben für Wirtschaft, für die Gesellschaft, dieses dezentrale Organisieren in verschiedene Lebensbereiche hinein, wenn man das System einmal verstanden hat, was nicht einfach zu verstehen ist, man muss sich da wirklich reindenken. Da habe ich gesagt, für den Bereich Kunst werden sich da in den nächsten 5 bis 10 Jahren neue Möglichkeiten ergeben. Und dann habe ich angefangen, mir Kooperationspartner zu suchen, und die BTC Echo, das ist einer der führenden Marketplaces, die über diesen ganzen Krypto-Bitcoin-Markt berichtet. Mit denen hatte ich dann Online-Call, und die sagten sofort, super interessant, wir wollen nämlich einen wirklichen Künstler haben, der dahinter steht und da in dem Bereich was macht. Und nicht einer, der vom Computer sitzt und mal so eine Pac-Man-Figur da irgendwie produziert. Ja? Genau das ist es im Moment, dass dieser ganze Bereich verrissen wird, weil viele meinen, sie könnten mit einfachen, computergenerierten Kunst auf die Schnelle Geld machen. Meines Erachtens wird das aber nicht funktionieren. Und deshalb habe ich ein White Paper geschrieben, das war sehr zeitaufwendig, wo ich gesagt habe, ich stelle mal meine Idee, wie ich mir das vorstelle, in diesen NFT-Kryptomarkt als Künstler Fuß zu fassen. Aber jetzt, wo die Anfänge noch da sind, Erfahrung zu sammeln, dass man sagen kann, in 5 Jahren, Mino Art, das ist einer der ersten, der hat Erfahrung, der war von Anfang an dabei. Das ist mein Ziel. In 5 Jahren zu sagen, das ist einer der ersten. Und wir bauen es aber auch anders auf. Es geht, ich habe also ein Projekt gestartet. Das heißt, eine Art Transformation, also Art groß geschrieben, dass ich mit dem Begriff ein bisschen spiele. Und ich will mich im Bereich so ein bisschen transformieren, dass ich in diesen digitalen Bereich auch reingehe. Ich werde weiterhin physische Kunst machen, definitiv. Aber diesen Bereich möchte ich für die Zukunft auch abgedeckt haben und darauf Antworten haben. Und wir werden Folgendes machen, weil ich felsenfest davon ausgehe, dass es nicht reicht, digital irgendwas zu erstellen. Ich glaube, dass wir in einer Brückenphase sind. Das heißt, der Kunde möchte noch was in der Hand haben und zeitgleich aber auch seinen NFT-Token vielleicht, den er weiterhandeln kann oder auch vorzeigen kann und damit auch noch was machen kann. Im Endeffekt ist es für mich wie eine Art Verdoppelung des physischen Besitzes, indem ich daraus nochmal einen Token mache oder Zusatzleistungen oder als Referenz für ein physisches Werk, dass ich einen Nachweis habe. Ja, da zeigt sich auch wieder das Maya-Konzept, ne, das du auch angesprochen hast. Most Advanced Yet Genau, Accepted. Einfach finde ich dieses toll wieder. Genau. digitales Kunstwerk zu verkaufen, das ist halt für viele sehr, sehr fremd, ne? Einfach dafür jetzt sehr viel Geld auszugeben. Genau, und deshalb haben wir ein anderes Konzept. Wir werden jetzt in den nächsten Monaten Berliner Mauer, die wir im Portfolio haben, die sehr, sehr selten ist. Wir sind einer der wenigen Anbieter, wenn überhaupt wahrscheinlich der einzige Anbieter, der noch der Original Berliner Mauer hat. Wir reden davon 3,60 Meter Höhe, 1,20 Meter Breite, 3,6 Tonnen. Davon haben wir eine Stückzahl Nice. von. Die haben einen Wert, ich sage, der wird in den nächsten Jahren nur steigen. Ja, Die sind klar. so selten, da hängt Geschichte dran. Ja. Und von dieser Berliner Mauer werden wir einen Teil nehmen. Ich werde das künstlerisch gestalten, aber da werde ich nicht irgendwas drauf machen. Weil wenn ich Berliner Mauer besprühe, dann mache ich das mit Ehrfurcht. Mit Ehrfurcht vor der Geschichte, mit Ehrfurcht vor den Menschen, die dort gestorben sind, mit Ehrfurcht vor diesem System. Da kommt nur Bestimmtes drauf. Und dann werde ich dieses Kunstprojekt videografieren lassen. Wir werden einen 360-Grad-Scan davon machen und werden daraus einen Token auch generieren. Plus zusätzlich derjenige, der es in Deutschland kauft, weil die Anlieferung bei uns ist immer frei Haus, wird ein Meet and Day mit mir bekommen als Künstler.
Das heißt, er bekommt einen Tag noch oben drauf mit mir als Künstler vor Ort, wenn die Mauer angeliefert wird. Wir können darüber diskutieren, wir können die, wenn die aufgestellt wird, er kann einen Tag mit mir verbringen, kommt das oben drauf. Und das werden wir mit einem Kooperationspartner, den ich jetzt noch suche, da sind wir in Gesprächen, werden wir als komplettes digitales Krypto-Token anbieten. Ja, da haben Plus, wir auch schon die Smart Contracts, ne? Die kommen dann auch noch mit rein. genau, die Smart Contracts kommen noch mit rein, plus das physische Werk, was er auch noch bekommt, was im Wert definitiv steigen wird, weil die Mauer ist endlich. Sie kann nur steigen. Und da denke ich mal, ist auch der Markt für da. Allein die beiden Berichte auf BTC Echo habe ich in meinem Newsletter sofort gemerkt. Der ging sofort nochmal schwungmäßig nach oben. Und ich hatte kurz danach, 2 Wochen später, eine Woche später, hatte ich einen Kunden, einen Großkunden jetzt aus Berlin. Der tut sich schon wieder das nächste Ding auf. Der 2 Werke auf der Leber weg bei mir bestellt hat, der aber über NFT googeln auf mich gekommen bin als Künstler. Und der gesagt hat, ey, ich wollte was über NFT lesen und bin auf BTC Echo gekommen, habe deine Kunst gesehen und du sprichst mich so an, ich bestelle direkt ein Werk. Und ein zweites Werk, was ich gerade vollendet habe, was noch nicht im Sale war, hat er vorweg gekauft, das ist noch gar nicht ins Sale reingekommen. Gefahren. Aber bei den Mauerteilen, das ist ja nichts, was du dir jetzt neu ausgedacht hast, sondern da ist jetzt schon mal im Vorfeld ja schon was passiert. Das ist ja nicht das erste Mauerteil, oder? Ich habe auch wieder großes Glück. Ich habe einen Jugendfreund, der eine eigene große Firma hat und der hat vor 15 Jahren, aus welchen Gründen auch immer, hat er 15 Mauerteile aufgekauft, hat die sich weggestellt, hat mal ein, zwei verkauft und irgendwann hat er gesehen, was für Kunst ich mache und hat gesagt, du bist mein Mann. Michael, du musst meine Mauer besprühen, du musst da Kunstwerke drauf bringen, das gefällt mir so gut. Und seitdem ich jetzt seine Mauer bemale, besprühe, seitdem verkaufen wir diese Mauer. Also an Firmen, aber auch Übersee. Wir haben 2 Teile nach LA ins Wendemuseum verschifft und verkauft. Wir hatten einen Mauerteil nach Toronto verkauft, ziemlich am Anfang. Das Geschäft ist aber geplatzt, weil die nur die Hälfte bezahlt haben. Wir haben aber mittlerweile an Medienunternehmen verkauft, an verschiedenen Standorten. Und er hat jetzt nochmal nachgekauft. Das heißt, sind im Besitz einer guten Stückzahl von Mauer, die wir an einem geheimen Ort gelagert haben. Und das sind wie Goldnuggets. Und über ihn, also wir in Kooperation, vertreiben wir halt die Mauer. Und deshalb habe ich diesen Zugang dazu und ich habe gesagt, das kann man koppeln mit diesem NFT-digitalen Gedanken. Man kann da später auch wie eine Art Sammlerkarten auch entstehen lassen, wenn die Mauer stückzahlmäßig ja begrenzt sind. Da kann man viele Ideen einfließen lassen. Sehr spannend. Sehr spannender Bereich auch mit diesen NFTs, auch mit den Smart Contracts. Da passiert gerade sehr viel. Auch Ethereum released jetzt ihr Layer 2, wo sie versuchen, auch diese Gas-Fees ein bisschen kleiner zu machen, ne, dass man nicht mehr so viel zahlt für die Transaktionen. Cardano ist auf der anderen Seite schon sehr schmal aufgestellt. Da passiert sehr viel. Also, wir sind irgendwie, es fühlt sich so an wie die Anfänge vom Internet, ne? Als dann noch das 56K-Modem auf einmal auf dem. Irgendwie auf dem Schuhregal stand und geknackst hat. Und so fühlt sich das irgendwie aktuell auch an mit der Blockchain. Ja, das Problem bei der Blockchain ist, glaube ich, dass der Mainstream, es ist sehr schwer vermittelbar, weil das System, was dahinter steht, das muss man schon irgendwo sich aneignen, lernen, irgendwo transformieren, den Leuten mit einfachen Worten erklären. Das ist ja nicht so einfach, erklärt man eben die Kunst, wie ist es ja, das in 30 Sekunden zu erklären, ne? Aber das schaffe ich auch noch nicht, den Leuten das so beizubringen. Es kommt auch sehr darauf an, wie der eigene Kenntnisstand auch ist. Wenn man ein bisschen technikaffin ist, dann ist es, glaube ich, einfacher, das kurz zu erklären. Aber für den normalen Menschen ist es halt doch sehr, sehr fern. Ja, aber das bin ich auch nicht. Das muss ich auch sagen. Ich bin überhaupt nicht so technikaffin, aber ich sage, ich sträube mich nicht davor. Ich war nicht technikaffin mit meinem Newsletter. Jetzt mache ich eigene TAEs, die gehen runter. Ich habe Newsletter vorgeschrieben, die haue ich dir jetzt so raus. Ich war nicht technikaffin mit Podcast. Wir haben jetzt die ersten 3 Folgen aufgenommen. Wir werden in diesem Jahr noch mit unserem eigenen Podcast, MinoArt Podcast, an den Start gehen. Sehr schön. Das kann man sich alles aneignen. Das ist für mich keine Ausrede. Mich reicht es nicht aus, heutzutage ein Kunstwerk zu erschaffen und mag es noch so gut sein, es wird nicht ausreichen, außer du hast einen eingesessenen Galeristen, der alles für dich die Vermarktung übernimmt. Wir sind ja im Bereich, wo wir uns selbst vermarkten. Das heißt, ich muss obendrauf satteln. Ich muss
sämtliche Vermarktungswege. Ich muss alles selber organisieren. Und ich glaube, heutzutage über Podcast, über Newsletter, Marketing, alles, was wir jetzt als Instrumente über die Ikonenschmiede zur Verfügung bekommen, sind die richtigen Instrumente. Und das muss ich dran satteln an die Kunstwerke. Das Aktuellste, was wir jetzt gemacht haben, ich habe Kunstwerke ausgestellt in diesem Schloss, wo ich dann nächstes Jahr die Vernissage machen werde, im Schlosscafé. Und ich habe gesagt, es reicht nicht aus, die Kunstwerke hier hinzuhängen. Ich habe sofort mich hingesetzt, ich habe einen QR-Code programmiert oder erschaffen. Dieser QR-Code hängt jetzt neben diesen Kunstwerken und überkennbar gibt es zu jedem einzelnen Kunstwerk genau die Beschreibung, was habe ich mir dabei gedacht, wie groß ist das Kunstwerk, was kostet das Kunstwerk. Das heißt, du sitzt an deinem Tisch, guckst auf das Kunstwerk, interessierst dich mehr darüber, nimmst dein Handy, klickst drauf und siehst sofort die Beschreibung davon. Aber als ich noch nicht in der Ikonenschmiede war, hättest du mir sagen können, was ist Canva? Hätte ich gefragt, ist das eine neue Jeans-Marke oder was ist das? Oder eine neue Klaus-Marke oder was? Das kannte ich vorher auch nicht. Aber ich habe mich hingesetzt und das dauert dann mal Stunden und vielleicht auch mal eine Nacht, dass man das alles begriffen hat, wie es funktioniert. Aber im Vergleich, ich sage mal jetzt, ich mache im Moment oder in diesem Jahr 60-40, 60% Marketing, 40% Kunst. Jetzt sagen viele, oh, du bist doch Künstler und wieso machst du so viel Marketing? Ja, weil wir gerade mal Pandemie haben. Da kann man das mal machen, mehr ins Marketing reinstecken. Aber das ist auch notwendig. Wenn ich einmal Canva installiert habe, wenn ich einmal Newsletter installiert habe, wenn ich einmal einen Podcast habe, dann wird es ja nächstes Jahr einfacher. Dann wird sich das wieder verschieben. Dann mache ich 60% Kunst, 40% nur noch Marketing. Das sind die Anfänge. Vor allem, wenn die Einnahmen dann auch deutlich höher schießen, was ja bei dir aktuell auch so ein linearer Trend auch irgendwie zeigt, so einen linearen Trend aufzeigen lässt, dann hat man natürlich auch die Ressourcen, um dann eventuell jemanden auch abzustellen, wie zum Beispiel in deinem Team jetzt, der sich dann um bestimmte Dinge kümmert. Ne? Und ich denke auch, viele, viele Künstler da draußen nutzen das gerne als Ausrede. Ich kann das nicht, ich bin halt der Künstler, ich bin halt so. Ne, aber wir haben, glaube ich, auch beide dieselbe Einstellung, dass man halt nicht einfach nur so ist, sondern man das halt auch verändern kann. Ich bin auch ein Freund davon, dass ich sage, in Bereichen, wo ich wirklich gar keine Ahnung habe und keine Zeit vielleicht auch für habe, dass ich die auch outsource und sage, das übergebe ich dann. Deshalb habe ich ein Team. Bestes Beispiel, du hast vor, was weiß ich, viel Podcast hingewiesen, nutzt doch Studenten, die videografieren und sowas, nutzt die, zieht die ran. Habe ich sofort umgesetzt, habe an der Uni in Dortmund sofort Aushänge machen lassen. Wir suchen einen, der videografieren kann, zusammenschneiden kann. Weil zeitaufwendig ist es halt auf. Kein Feedback bekommen. Mag Corona-bedingt gewesen sein, kein Feedback. Aber das heißt ja nicht, dass das Unterbewusstsein, Zielsuchmechanismus, weiter sucht nach so einer Person. Und vor Monaten passiert es, dass ich einen anderen Künstler kennenlerne, einen Fotografen, und der hat einen jemanden, mit dem er zusammenarbeitet, der einen Bachelor gemacht hat oder gerade macht, der Kameramann ist. Das ist mein Mann. Florian ist mittlerweile in meinem Team, der ist Kameramann, der schneidet mir alle Videos, der arbeitet mit mir zusammen, der begleitet mich jetzt mit seiner Kamera, der macht komplette Videoplots für uns, der macht alles komplett fertig, der ist jetzt in meinem Team. Das ist echt spannend. Der erste Schritt geht immer daneben und dann auf einmal macht's plopp und dann kommt es aus dem Nichts, ne? Genau. Wir Spannend. haben ja im Hintergrund immer weitergesucht vom Ja, Mindset her. ja, ja. Und man darf auch nicht aufgeben, wenn eine Sache nicht klappt. Dann muss man dranbleiben. Ich sage immer, als Künstler, bestell das Feld, sieh alles aus. So, und dann darfst du nicht da sitzen und warten, dass jetzt der Weizen hochkommt. Es kommt Regen, es kommt Sonne. Es kommt Regen, es kommt Sonne. Und dann sitze ich da und auf einmal kommt auf der linken Seite, kommen die ersten Früchte hoch. Wo ich sage, hey, warum wächst das denn jetzt da links? Ich habe doch hier rechts ausgesät. Ist es mir auch so passiert, wo ich gesagt habe, wieso kommt er jetzt auf mich? Wieso bestellt er jetzt auf einmal aus Berlin bei mir Werke? Und dann entstehen Dinge daraus, die du dir nicht ausmalen kannst. Der Berliner Kunde, das ist ein großer Möbelfabrikant. Der hat gesagt, du bist so cool. Ich habe deine Comic-Sachen auch gesehen. Ich plane jetzt eine Serie zu machen, weil ich im Ausland vertreibe, viel in London auch, internationaler Ausland auch. Der macht Bauhaus-Sachen. Er sagte, kannst du nach Berlin kommen? Ich will eine Design, neue Möbelserie rausbringen. Hast du nicht Lust, deine Comics bei mir in die Möbelserie mit einzubringen? Ich habe da eine Idee, ich glaube, das kommt sehr gut an bei den Kunden. Jetzt wäre ich mit denen in Kooperation treten. Abgefahren. Wenn Der man so. baut eine neue Firma jetzt auf, außerhalb von Berlin. Die wird nächstes Jahr eingeweiht mit einem Showroom. Da habe ich gesagt, komme ich vorbei, ich zeichne dann Kunstwerke von mir ab. Sagt er, auf jeden Fall, komm vorbei, dann kannst du an dem Tag Kunstwerke abzeichnen. Das kann ich mir ja vorher nicht ausrechnen. Ja, nee.
Ich mache ein BTC-Echo-Interview, daraus googelt er mich, sieht meine Kunst, bestellt Werke im vierstelligen Bereich vorweg und bietet mir noch an, dass ich nach Berlin komme, um mit ihm in Kooperation zu treten. Und der Hammer ist jetzt aber noch, er hat wiederum Connections zu NFT-Leuten, die auch aus der Filmbranche kommen und da was Größeres planen. Und wie mich da mein Name mit ins Spiel bekommt. Das kannst du nicht planen. Na, überhaupt nicht. Und man sieht ja dann auch, du hast ja auch beschrieben, du gehst auf deinen eigenen Weg, ne? Man hat so seine Werte, nachdem man entscheidet, gehe ich da, gehe ich dahin, gehe ich hierhin. Und sobald man halt so das eigene Zuhause verlässt, jetzt metaphorisch gesprochen, und erstmal losgeht und sich in neue Gefilde vortraut, dann werden dort natürlich ganz andere Menschen auftauchen, ganz andere Situationen einem begegnen. Und daraus entstehen dann natürlich wieder neue Netzwerke und neue Möglichkeiten. Deswegen ist eigentlich so, du bist halt genau das Beispiel dafür, dass man halt auch einfach nur mal den Schritt auch mal wagen sollte und einfach darauf vertraut, dass die Entscheidung, die man da trifft, auch für was einzustehen mit seiner Kunst, dann auch grundsätzlich dazu führt, dass man halt Menschen anzieht, die derselben Meinung sind. Und dazu kann ich nur alle ermutigen, wirklich den Schritt zu machen, rauszugehen. Also ich sage allen immer, das Spannende an der Kunst, was mir die letzten 2 Jahre passiert, das sind die Werke und welche Menschen und Netzwerke ich darüber kennengelernt habe. Ich habe ein anderes Beispiel. Ich komme von Norderney und ich gehe durch den neuen Hafen, der da entstanden ist, Hafengebäude, gucke mir das an, tolles Gebäude und Wände, Grau, Beton. Ein bestimmter Stil, sage ich, super, aber hier fehlt die Kunst. Und schreibt die Reederei an. Wochen später, 2 Wochen später bekomme ich eine Antwort. Die haben mich eingeladen zu Gesprächen. Die planen mit mir jetzt auch Projekte, weil die sich ein bisschen Guerilla-Marketing von mir erhoffen. Ich war jetzt da eingeladen letztes Jahr und die haben mich durch ihre Firma geführt und die wollen jetzt in diesem Jahr, im Jubiläumsjahr, planen mit mir auch irgendwas im Bereich Kunst. Das kannst du dir nicht ausmachen. Du musst einfach Dinge anschieben und nicht darauf hoffen, dass sie positiv enden, sondern lass den Ballon fliegen. Und vielleicht von 10 Ballons kommt nur einer an. Aber das kann eine ganz spannende Geschichte werden. Die anderen 9 Ballons vergiss. Teilweise bekomme ich E-Mail-Antworten, wo ich sage, was hast du denn da eigentlich nochmal rausgeschickt? Ja, und man glaubt nicht, an was für Personen man drankommt. Also ich hatte in den letzten 4 Wochen zu einem hohen COA direkten Kontakt in London. Es gibt nur 2 große Versteigerungsplattformen. Wir kennen sie beide, wir kennen sie alle. Und eine von den beiden Plattformen, zu dem COA, habe ich direkten Kontakt, der sich für diese NFT-Geschichte interessiert. Der hat mir direkt zurückgeschrieben. Direkt in diese Spitze da rein, in diese Weltspitze rein. Das glaubt man nicht. Ist echt abgefahren. Ja, man, also, und ich muss halt immer wieder sagen, das Problem ist halt oft, also gerade wenn ich mich halt mit Künstlern unterhalte und vor allem Künstler, die jetzt noch nicht so in der Selbstvermarktung drin sind, die wollen immer ganz genau wissen, Schritt für Schritt, was muss ich tun? So funktioniert das nicht. Am Anfang hat man halt seine Intention, man muss wissen, für wen macht man das und wie kann ich den Leuten halt einen Wert bieten. Und dann gilt es eben rauszugehen und wie ein Abenteurer eben drauf zuzugehen, was jetzt gerade sich einem bietet. Und wenn das jetzt gerade die Option ist und die einem hilft, sich Klarheit darüber zu verschaffen, ob man in diese Richtung gehen soll oder in diese Richtung gehen soll, dann ist es halt so, ne? Und dann darf man sich halt nicht so drauf verlassen, dass man irgendwie jetzt über Instagram jetzt Leute erreicht und darüber verkauft. Das kann natürlich auch sehr gut funktionieren, wie zum Beispiel bei der Donata oder bei der Christina, aber man muss halt natürlich auch so für sich selber irgendwo verstehen, dass das Unternehmertum nicht vorhersehbar ist. Und deswegen würde ich halt an der Stelle jetzt vielleicht nochmal fragen, wir haben jetzt so diesen Punkt, wo man dann rausgeht, wo man halt auch so einfach Luftballons fliegen lässt, so wie du das auch beschrieben hast. Wie handhabst du dann auch Kunden, die von dir gekauft haben? Wie bereitest du das nach? Wie bereitest du dich vor? Was tust du denn, um auch Kundenbindung zu betreiben? Unterschiedliche Wege. Also der Kunde wird, wie man so sagt, wie der König behandelt. Habe ich einen Kunden oder ich habe eine Kundin hier, die im Umfeld hier wohnt, 40 Kilometer von mir entfernt. Da bin ich auch 2-mal zu Hause gewesen, weil sie sich unsicher war, wie sie das Werk aufhängen sollte. Sie brauchte da Hilfestellung. Dann fährt man als Service dahin. Und
erklärt ihr das oder nimmt eine Leiter mit und hängt das dran und sagt, das muss in dieser Höhe hier hingehangen werden und berät sie vor Ort. Als Kundenservice haben wir jetzt aktuell eingeführt, dass zum Beispiel, wenn jemand gekauft hat, bekommt er 2, 3 Tage später noch oben drauf was von mir. Zum einen das Echtheitszertifikat, was natürlich dann in so einer Ledermappe drin ist, schön herbereitet. Aber darüber hinaus bekommt er, wir haben ja auf meinen Namen Mino, Mino Art, da ist ja, sind ja Patentrechte drauf. Wir haben, arbeiten mit einer Clothing-Firma zusammen. Wir haben dann ganz tolle T-Shirts jetzt entwickelt, wo mein Schriftzug Mino hier drauf ist in einer leuchtenden Farbe. Und der Kunde, ich frage ihn vorher dann die Größen ab, der bekommt dann individuell, das kann man so nicht kaufen, bekommt er ein T-Shirt in seiner Größe noch obendrein verpackt in einer Box aus Biopappe mit Emblem, was mein Emblem, was rein mit dem Laser reingeschnitten wird, nochmal drauf. Das wird in Seidenpapier eingeschlagen, das bekommt er oben drauf. Das weiß er vorher nicht. Er bekommt dann ein, zwei, der Kunde in Berlin wird mehr bekommen, der bekommt bestimmt 2 T-Shirts und noch Schuhe oben drauf. Ich habe auch noch Converse-Schuhe, die auch mit meinem Zeichen gestickt Wie werden. findest du da die Größe raus? Die Ja, Schuhgröße? das frage ich einfach. Ne? Ich frage den Leuten, lasst euch überraschen, aber ich muss da mal von euch die Größe wissen. Dann sagen die, okay, ich habe L, ich habe XL oder halt andere Größen. Und dann schicke ich denen als Nachgang, wo sie dann nicht mehr mitrechnen, nochmal dieses Präsent zu. Ja, das ist so eine Art, nochmal Nachschlag zu geben. Oder bei besonderen Kunden, die Mauer gekauft haben, da meldet man sich jedes Jahr und sagt, erinnert zum Beispiel dran, wissen Sie, was vor einem Jahr gewesen ist? Vor einem Jahr haben Sie die Mauer gekauft, die jetzt bei Ihnen steht. Dass man so eine Erinnerung macht. Oder was ich mir einfallen lassen habe, mit dem Newsletter-Marketing habe ich eine Art Minus-Scout entworfen. Das heißt, der Berliner Kunde hat bei mir eine 10-Terms-Art jetzt bestellt. Das heißt, anhand von 10 Begriffen mache ich ihm ein Graffiti-Art. Das ist auch eine Art von mir. Ich lasse mir 10 Begriffe geben von den Kunden. Und die überlassen mir, wie ich diese 10 persönlichen Begriffe. Das können Geburtsdaten, das können Farben, das können Symbole, das können Tiere sein, das können Namen sein, wie ich das in diese Graffiti umsetze. Da entstehen ganz tolle Werke, die mache ich auf Holz teilweise, in dann Graffiti Street Art. Er wollte aus den 80ern viel haben, die Geburtsdaten seiner Familie, Nintendo so ein bisschen drin, eine Affirmation auch. Ja, die setze ich dann um. Und jetzt weiß ich gar nicht, hatte ich den Faden verloren, wo ich hinaus wollte. Das ist eine besondere Art, was sie dann auch zugeschickt bekommen. Ne? Spannend. Aber man hört daraus, dass dir auf jeden Fall der Kontakt mit den Kunden wichtig ist. Ja, man muss immer Vor- und Nachbetreuung machen. Und ich glaube, wenn man einen Schritt mehr macht als 99% der Händler da draußen, dann bleibt man auch in Erinnerung. Wenn du dich zurückerinnerst so an deine Kundenkontakte, was war so das Bemerkenswerteste oder die schönste Situation, die du bisher hattest? Ja, grundsätzlich würde ich die Kunden so einschätzen, dass die kunstinteressiert sind. Ich glaube, die haben da schon Lust drauf. Oder jeder weiß, das Werk gefällt mir, die Farben gefallen mir, das Motiv gefällt mir. Aber ich glaube, dass die Kunden da draußen, die sind wie Schwämme, die viel, viel mehr erfahren wollen über Kunst, die Geschichten über Kunst hören wollen, die mal eine Geschichte zu Basquiat hören wollen, die mal diese Kunstmechanismen hören wollen. Und deshalb mache ich auch diesen Newsletter, der unheimlich gut angenommen wird. Ich habe Öffnungszahlen von 70, 78% teilweise. Und ich habe die Feedbacks bekommen, wo die sagen, du schreibst lange Newsletter, aber das interessiert uns, was du da schreibst. Das trifft es. Von dir schreibst du ein bisschen was, dann schreibst du was über eine Ausstellung. Ich werde jetzt demnächst über die Warhol-Ausstellung in Köln, da bin ich am Sonntag zum Glück, habe ich Karten bekommen, werde ich dann ein Newsletter schreiben. Die Leute wollen nicht nur das Werk, die interessieren sich auch für Kunst. Aber die haben ja wirklich das Gefühl, ich gehöre nicht dazu, ich kann da nicht mitreden, ich verstehe das nicht. Was ist eine Finissage? Was ist eine Vernissage? Ja, wo ist denn der Unterschied? Erklär denen das doch mal. Und das mache ich. In meinem Newsletter erkläre ich das. Und das war der eine Punkt, den ich gerade noch nicht ausgeführt habe. Dieser Mino Art Scout, den habe ich eingeführt, wenn einer ein Kunstwerk bestellt und diesen Prozess, wie das Kunstwerk entsteht. Der kriegt dann immer eine Abfolge von Newsletter, diesen Mino Art Scout, und kriegt dann einzelne Bilder, wie weit ich bin, wo ich gerade dran bin, und hat eine Begleitung, wie weit sein Kunstwerk ist. Dieser Sehr Mino schön. Art Scout, der begleitet ihn halt. Sehr schön. Dann hat er auch das Gefühl, als würde dir so ein bisschen über die Schulter schauen, während du Genau. das Und er wächst. weiß, wie lange dauert es noch oder was macht er. Oder er sieht die Hindernisse, er merkt auch, wie schwer das teilweise ist, wie schwer es ist. Wir haben tolle Künstlerinnen. Ich habe mich da auch noch mit einer kurz geschlossen, die mit Resin arbeiten. Ich arbeite jetzt auch mit Resin.
Und das ist einfach wirklich nicht so einfach, dass er das auch mal mitbekommt, dass es mehrere Schichten braucht, vielleicht um auszuhärten, auch länger. Das sind alles so Sachen, die bekommt er dann mit. Aber die Leute wollen es auch wirklich wissen. Spannend. Ja, das denkt man immer, dass eigentlich die Kunst nicht erklärt werden soll, ne? Also es soll für sich wirken. Völlig, meines Erachtens, da sind wir voll d'accord, völlig der Fehler. Du bringst ja das Beispiel immer Nasenbluten auf Leinwand. So, das habe ich jetzt auch schon adaptiert und erklärst den Leuten darüber auch. Was ist, wenn ich Nasenbluten auf Leinwand hingehe und sage 2.300 Euro? Dann werden die sagen, hier. So, wenn ich aber sage, Nasenbluten auf Leinwand, das ist nicht irgendein Nasenbluten. Das ist Nasenbluten von Muhammad Ali aus dem Kampf Rumble in the Jungle, wo er mit Foreman gekämpft hat, wo er seinen Titel verloren hatte als Weltmeister und er hat sich zurückgekämpft. Er ist ein Fighter, er ist resilient, er hat sich zurückgekämpft. Das steht dafür, dass du dich zurückkämpfen kannst im Leben, dass du resilient bist. Dann gucken die da drauf und sagen, genial. Dann ist es auf einmal ein Symbol genau für diese Genau. Geschichte. Und dann sind diese roten Farbkleckser für die was ganz anderes. Spannend. Das denkt man nämlich oft, dass irgendwie die Kunst so, also ich habe mich mit einer guten Freundin von mir, die eben bei Sotheby's, bei Christie's gearbeitet hat, eine Zeit lang als Kunsthändlerin. Und sie hat immer gesagt, Kunst hat eine eigene Sprache und die gilt es halt erlernt zu werden. Aber dafür haben die meisten halt keine Zeit, ne? Und deswegen sich da so lange reinzuarbeiten in diese Bildsprache und wie Komposition funktioniert und wie mit Kontrasten gearbeitet wird und was das dann am Ende aussagen soll. Das ist so weit entfernt, das ist so, als würde ich Japanisch reden. Ne? Das ist halt so Arigato, ja, schön. Aber was genau willst du mir sagen, wenn du eine halbe Stunde mit mir redest? Ne? Das wäre dann halt schön, wenn das mir jemand übersetzt. Und so Genau. gesehen ist es halt wieder so eine. Halt spannend, dass du das jetzt auch so mit diesem konkreten Beispiel dann auch zeigst, wie auf einmal dann aus ein bisschen Farbe auf Leinwand dann etwas wird, das wirklich einen an etwas erinnert, an die eigenen Werte, an die eigenen Ideale, an dem, was einem selber wichtig ist im Leben, ohne dass jetzt da was hinzugedichtet werden muss, sondern es ist die Absicht, die dahinter Das zählt. ist ja auch dieses Prinzip bei meiner 10 Terms Art, wo ich sage, schickt mir 10 Begriffe, die für euch was Besonderes sind. Meistens sind es Geburtsdaten, Farben, Tiere häufig auch, wo ich sage so, und ihr überlasst mir aber, wie ich die im Graffiti Street Art Style für euch umsetze. Und das ist ja, das verbinden die Leute damit. Und ich habe einen, das erste Werk war für einen 23-jährigen jungen Mann, der hatte gerade eine neue Wohnung mit seiner Freundin, der wollte das in der Küche hängen, hat mir Begriffe wie, die fahren Ski, dann wollte er Berge drin haben, Motorrad fährt, dann habe ich ihm das gemacht. Der war hin und weg. Der sagte mir nachher, jedes Mal, wenn ich da drauf gucke, dann denke ich immer an unseren Skiurlaub, wo wir letztes Jahr waren. Da die Rezension habe ich auch eingestellt bei mir, der war hin und weg davon. Und da verbindest du es mit. Man lässt mir die Freiheit, es umzusetzen. Aber ich lasse mir von den Kunden die besonderen Begriffe geben. Das ist spannend, weil jetzt sehen wir auch, wie man als Künstler auch solche Auftragsarbeiten bedienen kann, weil oft haben viele Künstler haben Angst davor, Auftragsarbeiten irgendwie anzunehmen, weil das halt so, na, dann bin ich eingesperrt und meine Kunst ist dann nicht frei. Aber genauso ist es eben nicht, ne? Dass man halt dann sagt, hier, das gibt mir deine Vorlage für die Inspiration. Ich entscheide, ob ich was dazu tun kann, machen kann. So könnte es ungefähr aussehen, aber wenn ich erstmal anfange, dann ist es mein Ding. Und dann schauen wir Genau. mal, was am Ende bei rauskommt. Das muss man ganz klar in den Vorgesprächen auch thematisieren. Ja. Das ist auch bei der Mauer so. Die können Wünsche äußern. Ich habe jetzt zwei Mauerprojekte wieder zu sprühen. Da weiß ich die Grundthematik. Da sage ich, okay, das kann ich, aber ich werde es umsetzen, wie ich das umsetze. Und da muss man dann den Staffelstab loslassen und sagen, okay, ich vertraue dem Künstler. Der soll das umsetzen. Es wird toll werden. Und was mich in der ganzen Entwicklung in der Kronschmiede am meisten freut, ist, dass ich nicht nur nach Auftrag arbeite, ein Foto bekomme oder irgendwo so nur Auftragsarbeiten habe, sondern Auftragsarbeiten machen bei mir vielleicht 30% aus. Ich mache meine eigenen Werke, meine eigenen Ideen und die kommen aber bei den Leuten so gut an, dass sie die Werke kaufen, meine eigenen kreativen Ideen. Und das finde ich spannend. Ich mache gerne Auftragsarbeiten, auch weiterhin, aber die machen nicht den Hauptteil meines Verkaufs aus. Das ist spannend. Ja, ich finde, oft wird vergessen auch, dass gerade die großen Meister gerne im Auftrag gehandelt haben, ne? Also gerade Rembrandt und auch Picasso, die haben alle im Auftrag von irgendjemandem auch mal gearbeitet. Zum Beispiel Picasso hat ja auch Porträts gemalt, aber
trotzdem in seinem eigenen Stil, ne? Also nicht besonders realistisch, sondern immer auch so den eigenen Stil reingebracht. Und deswegen ist es halt auch schön zu sehen, wie man halt so eine Symbiose schaffen kann aus, ich mache was für andere Menschen, ich will Menschen einen Mehrwert bieten, aber ich bleibe mir halt auch treu. Wo ziehst du da für dich selber die Grenze, wo man dann sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter? Da gibt es ganz klare Grenzen. Ich habe ein aktuelles Beispiel. Ich arbeite gerade an einem Großprojekt für eine Behörde. Die gesamte Wand ist 36 Quadratmeter. 36 Quadratmeter, die ich gerade bespiele. Ich habe da Zeit noch bis Mitte August, sage ich mal. Das wird groß eingeweiht. Ich werde das dann in der Kunstschmiede auch so ein bisschen steuern dann. Da kommen namhafte, ich sag's mal, schreib's mal, Persönlichkeiten aus Nordrhein-Westfalen, die ich jetzt noch nicht nennen darf. Als ich meine Vorschläge gemacht habe, war man begeistert. Dann ging es an einem Punkt des Werkes, wo das NRW-Wappen, das Zeichen von NRW, eine Rolle spielt. Und da hatte ich ein bestimmtes Wappen mir ausgesucht, was geschwungene Formen hat und keine geraden. Und da hatte man gesagt, wir würden es besser finden, wenn Sie gerade Formen benutzen für dieses Kunstwerk. Und da habe ich an dem Punkt gesagt, ich danke für den Hinweis, aber dann hätten wir jetzt ein ernsthaftes Problem, weil ich habe mir als Künstler Gedanken gemacht. Es gibt den goldenen Schnitt, und den habe ich nämlich genau extra, habe ich geschwungene Formen genommen, weil das Teil, was daneben ist, künstlerisch, hat gerade Komponenten. Und wenn ich gerade und gerade Komponenten habe, das wirkt nicht. Ich wollte extra diese geschwungenen. Habe dann nochmal den goldenen Schnitt erklärt, und dann ist man freundlich zurückgerudert und hat gesagt, wir werden Sie nicht weiter versuchen, in Ihrer Ausgestaltung in irgendeiner Form zu unterstützen. Da war für mich ganz klar, entweder wird das jetzt so gemacht, wie ich das hier vorgeschlagen habe, oder wir haben ein Problem und es wird nicht umgesetzt. Ja, das ist wichtig. Man muss sich schon selber Grenzen setzen, so nicht weiter. Ne? Also ich denke, die Freiheit, die man immer so mit der Kunst verbindet, der Kunst muss frei sein. Das höre ich ja immer wieder, das hörst du bestimmt auch immer wieder, aber ich denke, so die Freiheit, die wir haben, egal ob als Unternehmer oder als Künstler, ist zu entscheiden, was man nicht tun will und was man nicht tut und nicht einfach alles zu tun und sich verbiegen zu lassen und sich allem Möglichen anzupassen, was jetzt der Kunde will, sondern da halt auch wirklich seinen Weg zu verfolgen, davon nicht abzukommen und auch künstlerisch sich da in Gewässer zu manövrieren, in denen man dann halt auch wachsen kann und in denen man dann auch mit Herausforderungen sich begegnet, die halt auch einem dabei helfen, besser zu werden. Und da würde ich dir gerne einfach genau zu dem Thema jetzt eine Frage stellen, die jetzt auch konkret mit der Ikonenschmiede-Akademie zu tun hat. Und zwar, du hast ja auch davon gesprochen, dass du da mit einer gewissen Erwartung an die Akademie gegangen bist. Und welche Erwartungen hattest du denn daran, an die Kunstschmiede-Akademie? Und was ist währenddessen so alles passiert? Und welche Erlebnisse, Erkenntnisse kannst du den Zuhörern mitteilen? Ja, das war spannend. Bin auf die Kunstschmiede gekommen, weil ich ja auf der Suche war. Ich war ein Suchender nach mehr Informationen über die Kunstbranche. Ich wollte fachliche Input haben, mich weiterentwickeln, vielleicht eine Akademie besuchen. Ich habe auch das Angebot bekommen, an einer Akademie in Bochum dann noch zu studieren. Die haben mich vorweg genommen. Und auf der Suche bin ich dann auf die ersten Inhalte von der Ikonenschmiede gelandet, habe mir die über YouTube oder Spotify angehört. Und von dem ersten Podcast an hat mich das nicht mehr losgelassen. Und mir war nach einigen Podcasts klar, ich möchte dieser Ikonenschmiede beitreten. Ich war zu der Zeit, ich würde so ausdrücken, unbedarft. Wie so ein junger Hund, wie ich es gerade schon sagte, oder ein Blatt, was im Wind hin und her geschaukelt wird, sich mal hier ausprobiert, da ausprobiert. Und ich hatte mir halt von Anfang an erhofft, professionelle Hilfe zu bekommen, einen klaren Weg, eine klare Strategie. Und die habe ich über die Ikonenschmiede bekommen. Das heißt, ich habe mich von diesem spielenden Hund in einem Fährtenhund gewandelt, oder das Blatt ist beruhigt worden. Und ich habe meinen Weg gefunden, meine Intention gefunden, über die Ikonenschmiede mein Ziel gefunden und kann das jetzt kanalisieren und kann mich in meinem Kanal weiter verbessern und weitere Schritte nach vorne machen. Und das hat die Ikonenschmiede geschafft. Ganz klar. Ich habe mich da wiedergefunden und die Inhalte haben mich begrenzt und haben mich auf meinen Weg nach vorne weitergeführt. Begrenzen hast du jetzt angesprochen. Das ist auch ein Punkt, den
viele Künstler auch fürchten. Kannst du darauf ein bisschen genauer eingehen, was du mit begrenzen Ja, meinst? begrenzen muss ja nicht immer negativ sein. Wir verbinden damit sofort negative Aspekte im Kopf. Begrenzen kann ja auch sein, fokussieren. Ja? Wenn ich jetzt Comic-Stil mache, ich mache Street Art und dann mache ich wieder noch einen ganz anderen Stil, glaube ich, wird das für die Weiterentwicklung nicht von Vorteil sein. Und die Kunstschmiede hat mich dahingehend begrenzt, dass sie gesagt hat, finde dich selbst, finde deine Intention. Und dann bleib bei deiner Intention und innerhalb der Intention steigere dich, verbessere dich, entwickle dich. Und das genau ist bei mir passiert. Ich weiß jetzt, meine Intention ist die Street Art, ist die Graffiti, sind die 1980er, 1990er Jahre. Auch da passt die Mauer rein, 1989, die ja auch ein Geschichtsteil da ist. Und das ist meine Intention, meine Botschaft, die Street Art in die Wohnzimmer zu bringen. Und innerhalb dieser Intention habe ich mich verbessert, dass ich die Mossart nochmal eingebracht habe und mache weitere Schritte nach vorne. Spannend. Begrenzung muss nicht immer negativ Spannend. sein. Begrenzung kann ja auch sein Spezialisierung. Und wenn wir ein Herzproblem haben, dann gehen wir nicht zum Allgemeinmediziner, dann gehen wir zum Herzchirurgen. Wenn wir ein anderes Problem haben, dann gehen wir zum Spezialarzt und sagen, der ist Spezialist auf diesem Gebiet. Denkst du, das macht auch irgendwie den Wert deiner Kunst aus, dass sie speziell auf einen gewissen Menschen auch zugeschnitten ist? Ich denke schon, dass wenn ich mich darauf spezialisiere und mich da immer in diesem Bereich verbessere, dass man ein Benchmark wird in diesem Bereich. So wie ich zum Beispiel Tiermalerei, habe ich jetzt kein Faible für. Und wenn ich jetzt vom Kunden, ich habe schon einen Zahnarzt gehabt, den habe ich an eine weitere Künstlerin in der Ikonenschmiede vermittelt, ja, der Kühe gerne mal hat als Symbol. Und so, wenn es an mich einer herantreten würde, der sagt, ich will aus der Jagd vielleicht 10 irgendwie haben, würde ich sagen, kann ich dir nicht bieten, aber ich kenne jemanden, der das sehr gut bieten kann. Und würde sofort an einem, denke ich da sofort an eine Künstlerin aus der Ikonenschmiede. Ja? Würde ich sofort weitervermitteln. Und es ist ja auch gut, wenn wir einzelne Künstler haben, die sich auf einzelne Bereiche spezialisieren. Dann wirst du in diesem Bereich irgendwann der Fachmann und immer besser, immer besser, immer besser. Und man hat keinen Konkurrenzgedanken. Das sieht man ja auch bei uns in der Akademie-Community. Wir haben jetzt ja dieses neue interne soziale Netzwerk, das wir aufgebaut haben, in dem sich ja die Künstler jetzt auch ein bisschen vernetzen können. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu der Community sagen, wie da so deine Erfahrungen sind. Also ich bin da freundlich aufgenommen worden und ich habe, ein großer Vorteil ist immer, ich habe auch eine Künstlerin gesprochen oder hatte Kontakt über Instagram zu der, die nicht bei uns in der Akademie ist und die sagte, ja, es ist immer so ein Konkurrenzkampf unter den Künstlern. Ich sage, tut mir leid, kenne ich nicht. Ich bin in einer Akademie, da gönnt jeder jedem den Erfolg. Das kannte sie nicht. Das war eine Welt für sie. Hä, wie, wo, was? Das kenne ich so nicht. Ich sage, ich kenne das aber so. Und bei uns ist es ja wirklich so und das ist ja das, was mir so gefällt, dass man sich mit dem Erfolg eines Künstlers, egal wie groß der ist oder wie klein der ist, mitfreut und wir den gleichen Spirit haben. Und ich denke auch noch viel, viel weiter. Ich habe den Traum, dass wir uns alle irgendwann mal treffen und eine große Eventhalle anmieten und eine Ikonenschmiede-Ausstellung machen, nur für Ikonenschmiedenmitglieder uns da treffen, dass wir auch aus diesem Spirit, den wir zusammen alle haben, da noch Großes entstehen lassen können. Und wir werden immer mehr. Spannend, ja. Das ist auch eine schöne Philosophie, einfach, dass man Menschen einfach auch irgendwie zeigt mit dem eigenen Erfolg, dass es möglich ist. Ich finde, das ist auch in unserer Gesellschaft, wird Erfolg immer mit was Negativem benetzt. Und wie so, ah, ich schäme mich für meinen Erfolg oder Ja. ich habe so Schuldgefühle und ich will nicht, dass die anderen sich schlecht fühlen, wenn sie meinen Erfolg sehen und so. Aber genau andersrum ist es, ne? Wenn man halt sieht, es funktioniert für jemanden, der nicht so wirklich anders ist als ich. Jemand, der auch einen normalen Job hat und jemand, der auch irgendwie genauso seine Zweifel hatte oder am Anfang so ein bisschen gebraucht hat oder vielleicht mit 19, 20 dann gesagt hat, okay, ich gehe jetzt in einen sicheren Job und entscheide mich dann später halt für diesen Weg. Das sind genau diese Geschichten, die man halt sonst nirgendwo hört, weil niemand sie eigentlich erzählen möchte, ne? Weil alle so für sich sind und alle wollen so irgendwie so, ah, hoffentlich erkennt niemand, dass ich halt auch ein Mensch bin mit Ecken und Kanten. Aber das ist ja genau das Schöne, dass man halt dann etwas hat, oder einfach auch Menschen um sich herum hat, die einem zeigen, es ist möglich. Und selbst wenn es nicht funktioniert, dann wird einem auch geholfen, ne? Dann kann man sich gegenseitig so ein bisschen unterstützen und auch Fragen stellen. Und das finde ich auch spannend, dass du da halt auch immer wieder auch so, und ich bin ja auch dankbar dafür, dass du da immer wieder auch so aktiv bist, auch bei den Livestreams,
Auch da erstmal danke an der Stelle. Das ist aber auch, ich glaube, die kaufen ja nicht nur meine Werke, das muss man ja auch sagen. Da gibt es vielleicht andere Künstler, die noch viel, viel besser sind als ich. Ja, ich bin ja nicht der Superkünstler hier. Die kaufen ja auch die Geschichte. Die sehen das ja. Boah, der macht jetzt mit Ende 40, Anfang 50 nochmal eine völlig neue Entwicklung. Der verpuppt sich. Der eine ganz andere Richtung. Früher wurde ich in meinem Beruf betitelt. Heute, wenn Leute mich sehen, dann bezeichnen die mich jetzt als Künstler. Da kommt der Künstler, wo ich mich umdrehe und sage, wo ist denn der Künstler? Auch das musst du erstmal annehmen können. Ich werde es nie vergessen auf der ersten Ausstellung. Da war eine ganz junge Geigenspielerin, die wird auch nächstes Jahr zu der Vernissage kommen. Wenn du dabei bist, wirst du die hören. Die hat mittlerweile internationale Preise gewonnen. Die Annika, die hat gespielt, ich stand da, ich bin weggeflossen, die hat so toll gespielt, die hat mit diesem Lied später auch noch einen Contest gewonnen und neben mir stand eine Frau, die wusste nicht, dass ich der Künstler von dieser Vernissage bin. Und dann sage ich, boah, das ist eine Künstlerin und dann guckt die mich an, ja, aber das hier, die ganzen Bilder, das ist doch auch ein Künstler. Und dann habe ich gesagt, meinte ich jetzt mich damit? Das erstmal diesen Prozess, das annehmen zu können, dass Leute in dir einen Künstler sehen. Ja. Das ist ein Prozess, den man durchlaufen muss, dieses annehmen können. Ja. Ich denke, dadurch wird erstmal wirklich viel möglich. Da werden viele Ressourcen frei, sobald man erstmal merkt, das bin ich und dementsprechend darf ich jetzt auch die Dinge tun, die man als Künstler tut, und zwar Kunst auch verkaufen. Ja, das wollen wir alle und das ist auch richtig und wir wollen einfach nur eine Aufwandsentschädigung für das Herzblut, was wir da reinstecken. Ja. Und ich fand das so gut, was du vor vielen, vielen Podcasts einmal als Vergleich gezogen hast, den ziehe ich immer wieder ran, mit dem Malergesellen, ja, der, weiß ich nicht, 9,50 €, 11,50 € bekommt pro Stunde, der eine Wand weiß malt, was ich nicht verschreien möchte. Er hat seine Berechtigung und wenn ich das dann umrechne, wenn ich 30, 40, wenn es eine Mossart ist und das nochmal in fremde Hände geben muss, das ausgestickt werden muss, auf 50, 60 Stunden zusammenkommen, dann rechne das mal um. Und ich glaube, man kann viel, viel selbstbewusster auch sagen, das ist dieses Kunstwerk wert. Und wenn es jetzt nicht gekauft wird, dann wird es im halben Jahr gekauft. Stimmt. Ja, das ist ein guter Vergleich, ja. Dass man halt einfach für sich selber vielleicht auch erstmal erkennt. Am Anfang macht es natürlich Sinn, so einfach nach Stunden abzurechnen, einfach für sich selber auch eine gewisse Basis zu haben, nach der man entscheiden kann, ist das denn überhaupt gerechtfertigt? Aber irgendwann, das ist ja auch bei dir der Fall, merkt man dann halt, okay, das ist jetzt mein Preis und nicht runter. Wie sind aktuell so deine Preise, wenn ich fragen darf? Ja, das kommt ja natürlich auch eine Größe drauf an, aber ich sage mal so ein Meter mal ein Meter Werk, das wird jetzt nicht mehr unter 1.400 € irgendwo verkauft. Ne? Das letzte Werk habe ich für 1.680 € verkauft. Das war halt ein bisschen größer, was Besonderes. Aber solche Werke in der Größe werden nicht mehr im dreistelligen Bereich verkauft. Das steht auch mittlerweile fest. Ich sage immer noch ein anderes Beispiel. Das habe ich in meinem Newsletter gebracht. Das kam wohl sehr gut an. Die Leute sind bereit für das neue iPhone, weiß ich nicht, welche Serie wir da im Moment haben, bezahlen die teilweise 1.200 € für die neueste und 64 Gigabyte, weiß ich nicht, aus. So, da sind die bereit, 1.200 € für zu bezahlen. Und das iPhone ist nach 3 Jahren, ist es, wenn überhaupt die Hälfte nur noch wert. Und nach 5 Jahren wird es aussortiert, weil sie das neue iPhone haben wollen. Ich habe noch von keinem gehört, der nach 5 Jahren Bild abgehangen hat und hat es weggeschmissen. Ja. Habe ich noch nie gehört. Das heißt, unsere Bilder, die wir hier in der Ikonenschmiede schaffen, die bekommen Leute und die hängen sich das 10, 15, 20 Jahre auf. Vielleicht wird so ein Bild sogar vererbt. Ja. Das rechne mal um auf die Jahre. Wenn sie dann 1.200, 400, 600, 800, 2.000 € für ein Bild bezahlen, was das für ein Preis ist. Ein iPhone, das ist nach 5 Jahren nichts mehr wert. Da haben wir 1.200 € für, wenn es nicht gesponsert ist über einen Handyvertrag. Und dann hat man so Werke, wie du sie auch machst, so diese Auftragsarbeiten mit den unterschiedlichen Begriffen, die einem auch was geben oder auch deine Kunstwerke, die du so schaffst, die halt einen gewissen Bezug haben, zu dem man Bezug hat, die vielleicht gewisse Ideale dann auch transportieren und kommunizieren. Wenn man sowas halt jeden Tag sieht, jeden Morgen und das einen immer wieder daran erinnert, was einem wichtig ist und das über Jahrzehnte hinweg, das kann nicht anders als einfach das Leben dieses Menschen dann verändern und beeinflussen. Damit habe ich übrigens die Behörde, wo ich den Auftrag bekommen habe, gefangen. Ich habe ein Essay vorher geschrieben, ein Essay, habe ich eingereicht und habe als Beispiel gebracht, wie man mit Kunst Botschaften transportieren kann und die Menschen beeinflussen kann. Da habe ich gesagt, machen Sie einen Selbsttest, hängen Sie in Ihrem Büro oder zu Hause ein Kunstwerk, was Sie dort haben, was Ihnen besonders viel wert ist, hängen Sie bitte eine Woche lang ab
und gehen jedes Mal an dieser Stelle vorbei, was das mit ihnen macht. Genau diese Stelle wurde im Vorgespräch erwähnt, wo die gesagt haben, wir haben das gelesen, wenn man so ein Kunstwerk abhängt. Weil dann merken die Leute erst, wie Kunst und die Energie da drin auf sie wirkt. Ja. Häng doch mal ein Kunstwerk. Häng das Kunstwerk rechts neben oder links neben dir. Das blaue Kunstwerk mal eine Woche ab. Das wirkt ja selbst auf uns schon, wenn wir in dem Podcast sind. Häng das mal ab. Die Leute werden sagen, da fehlt doch was. Wenn die gucken geht, da fehlt doch was. Ja. Das, Kunstwerke, da legen wir ja unsere Energien rein. Unser Herz, unser Blut. Und was da drin ist, das strahlt natürlich aus. Die Botschaften, alles, das strahlt aus. Und mit diesem Selbstversuch ist das ganz spannend. Und das war ein Schlüssel dafür, dass ich diesen Auftrag bekomme. Also es ist auch spannend, glaube ich, auch für die Künstler und Künstlerinnen da draußen, die jetzt auch so in Beratungsgesprächen und Verkaufsgesprächen so ein bisschen Schwierigkeiten haben, auch den Wert zu transportieren, vielleicht auch von der Kunst, dass du dann auch so genau diese Möglichkeiten eben Kunst auch einfach mal Probe zu hängen und das dann einfach mal eine Woche dort hängen zu haben und dann wieder abzuhängen und dann zu schauen, was passiert in den Menschen. Und spätestens dann weiß er, ist es was für mich oder nicht, ne? Genau. Jetzt möchte ich gerne, weil wir haben uns ein bisschen verplappert, sehe ich gerade. Aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Gespräch und ich bin sehr begeistert davon, auch von den ganzen Themen, die wir heute angesprochen haben. Und wie immer möchte ich gerne diesen Podcast abschließen mit drei Fragen. Drei Fragen, die ich jedem Künstler stellen möchte. Und zwar ist die erste Frage, wie organisierst du dich selbst für deinen eigenen Erfolg? Also mit Routinen, mit Dingen, die eben für dich wichtig sind. Ich habe gelernt, das war vorher nicht so, über die Ikonenschmiede. Das ist jetzt kein Standardsatz, um hier die Ikonenschmiede zu bewerben, sondern das ist die Wahrheit. Ich habe gelernt, mit Routinen zu arbeiten. Ich habe eingeführt, ich mache mal aus der Praxis für die Praxis, ich stehe morgens sehr frühzeitig auf, ne, meistens noch vor 6. Dann meditiere ich erstmal für mich, ne, komme runter, konzentriere mich vielleicht, höre ich auch mein Mindset dabei noch, die ich teilweise selber aufgenommen habe. Kommt zur Ruhe, der Tag beginnt. Einen Tag vorher habe ich wahrscheinlich schon 3 bis 4, 5 manchmal Stichpunkte mir auf dem Pin abgemacht, auf dem Post-it, wo ich sage, diese Aufgaben möchte ich abarbeiten. Schaffen natürlich nicht immer alle. Die streiche ich dann durch und die ich nicht geschafft habe, kommen nächsten Tag wieder drauf, sodass ich auch eine klare Vorgabe habe, was möchte ich denn heute erreichen? Und schlender nicht durch den Tag und gucke, ach, ich könnte mal das machen und das mal machen, sondern ich weiß ganz genau, das sind meine 3 Aufgaben. Dann meistens beginne ich mit einem guten Kaffee, der gehört immer dazu. Aber habe ich mir auch wieder angewöhnt, habe ich jahrelang nicht gemacht. Lese dann Fachbücher mindestens 30 Minuten morgens dann schon bei diesem Kaffee. Im Moment ist es Johannes Itten, die Farbenlehre, was ich, da habe ich so Inhalte wieder rausgezogen, die vor mir auch nicht so bekannt waren. Und ja, schreibe mir teilweise da Inhalte auf, aber ich kann jetzt teilweise schon nicht mehr ohne irgendein Fachbuch morgens 30 Minuten in den Tag starten. Spannend. Und dann starte ich in den Tag, versuche meine Aufgaben irgendwo einzubauen. Manchmal kommen natürlich andere Sachen hinzu, aber das gibt mir die Struktur, die Sicherheit, dass ich auf dem Weg bin. Manchmal, wenn es ganz viel ist, sage ich so, jetzt mache ich einen Break. Ich gehe im Wald, höre mir einen Podcast an, drehe eine Runde an der Natur, komme wieder runter oder mache mal zwischendurch nochmal eine Meditation. Machst du auch Sport? Also ist das Teil deiner Routine? Immer Teil meiner Routine ist es, im Moment ist es sehr stark der Laufsport wieder. Ich komme ja aus dem Marathonbereich, das mache ich jetzt nicht mehr im Moment. Rennradsport ist leider ein bisschen zurückgetreten, aber Sport gehört 2-mal die Woche definitiv dazu. Hast du auch eine Abendroutine, die man vielleicht, oder auch so eine Wochenendroutine, die man vielleicht macht, um sich vorzubereiten, oder ist irgendwie sowas für dich relevant? Ja, der Abend. Die große Routine, wenn ich davon sprechen will, ist, dass der Abend bei mir 19 Uhr machen wir einen Time Break. Das haben wir so genannt in dem Mino-Team, dass wir sagen, nach 19 Uhr bis dahin kann man nochmal eine SMS schicken oder irgendwie anrufen oder so, aber danach ist aus. Dann nichts mehr über die Kunst. Dann respektieren wir, dass jeder Privatleben hat, so runterfahren will. Und egal was ist oder wie viele Aufgaben sind, kurz vor 19 Uhr lasse ich den Pinsel fallen, lasse ich das Tapeband fallen und sage, jetzt kommst du zur Ruhe. Und akzeptiere das für mich auch, dass 19 Uhr so ein Timebreak ist. Ja, das ist schön. Ich denke, das ist auch etwas, das gerne so propagiert wird, so work hard und so viel wie möglich und so. Und dann vergisst man dann eigentlich schon, dass man, dass der Mensch halt keine Maschine ist und manchmal halt auch so seine Auszeit braucht, ne?
Da kann man ja nach dem Pareto-Prinzip, ne? Also ich muss ja nicht 120 oder 100% leisten, um 100% Ergebnisse zu erzielen, ne? 20-Prinzip, ne? Das geht auch. Also ich glaube auch, dass es eher schädlich ist, weil du brauchst deine Energien, deine Quellen, um aufzutanken, um frei zu sein, um, ja, um das Ganze zu bewältigen auch. Interessant, ja. Schön. Jetzt haben wir noch eine zweite Frage. Und zwar, die interessiert mich jetzt vor allem, weil du ja auch vom 18-, 19-jährigen Michael gesprochen hast. Und zwar, wenn du den 18-jährigen Michael anrufen könntest, um ihm einen Ratschlag zu geben, was würdest du ihm sagen? Er sollte sich auf die Suche begeben. Suchender sein. Was meine ich damit? Suchender, in sich hineinzuhorchen. Was möchte ich im Leben? Was für Talente habe ich? Was will ich wirklich im Leben? Was erwarte ich vom Leben? Nach was sehnt sich mein Herz? Das herauszufinden als junger Mensch, was nicht einfach ist. Keine Vorgaben, vielleicht auch zu suchen, welche negativen Botschaften beeinflussen mich und mein Leben, um meine Träume umzusetzen. Ja, negative Glaubenssätze, die zu identifizieren, die auszugliedern, in sich zu kehren, zu erkennen, was möchte ich, wo will ich hin und dann an seinem Traum festzuhalten und den aber auch hartnäckig zu verfolgen. Das würde ich einem jungen Menschen raten oder an den jungen Michael. Und Glaubenssätze. Ja. Das ist ein Thema, das immer wieder auftaucht. Ne? Diese Selbstzweifel, die Künstler oft haben. Wie hast denn du das da gemacht? Wie bist du da vorgegangen? Erstmal muss man sich mit dem Thema Glaubenssätze beschäftigen und dann muss man sich angewöhnen, und mittlerweile klappt das bei mir ganz gut, dass ich mich hinterfrage und sage, was geht jetzt eigentlich in dir vor? Wieso reagierst du so? Wieso denkst du so? Und dann merke ich, welcher Satz steckt dahinter? Woher kommt der Satz? Hat den deine Mutter vielleicht früher gesagt? Ist der dir häufig gesagt worden? Ist das ein allgemeiner Satz der Gesellschaft? Ja. Hinterfrage das dann und dann irgendwann kommt man an den Punkt, wo sich das auflöst, wo man sagt, stimmt das überhaupt? Muss das so sein? Ja. Behindert mich das vielleicht nur? Warum kann ich nicht mit 50 nochmal durchstarten und in 5 Jahren in der Weltspitze unter den Künstlern angekommen sein? Warum geht das nicht? Wer sagt, dass es nicht geht? Ja. Wer sagt das? Nur man selbst. Genau. Spannend. Wenn du, und das ist die letzte Frage dann noch tatsächlich, was ist deiner Meinung nach das Allerwichtigste bei der Selbstvermarktung als bildender Künstler? Wenn du den Künstlern da draußen und Künstlerinnen einen Ratschlag geben könntest, das Allerwichtigste, was würdest du ihnen raten? Urvertrauen. Urvertrauen zu haben, auch wenn man im ersten Moment nicht überblickt oder meint, man ist blind oder sieht es nicht, was für Ergebnisse auf einen zukommen. Ich weiß es manchmal auch nicht, was für Ergebnisse auf mich zukommen und was aus einzelnen Geschichten entsteht. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass die Bundeskanzlerin mir antwortet. Urvertrauen zu haben, seine Aufgaben zu erledigen, hartnäckig zu sein, sich festzubeißen. Aber Struktur zu haben und immer wieder, immer wieder, immer wieder seine Hartnäckigkeit und seine Strukturen zu verfolgen und darauf zu vertrauen, dass die Ergebnisse in Zukunft kommen. Und wenn ich ganz abschließend antworten darf, Winston Churchill hat mal gesagt, bei der letzten Rede, die er gesagt hat, da kamen Tausende von Engländern zusammen, weil es waren die letzten Worte, die er öffentlich gesagt hatte. Und man war ganz gespannt auf diese Rede und er hat eigentlich nur einen Satz gesagt. Gib niemals, niemals, nie, 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 nie auf. Das waren seine Worte. Die Leute haben ihn angeguckt, er ist von der Bühne gegangen, er hat nichts mehr gesagt. Aber das war seine zentrale Botschaft. Nie aufzugeben, nie aufzugeben. Und das steckt in mir drin. Ja, wenn man mich noch tiefer kennen würde, privater, ich habe Schicksalsschläge, auch Krankheiten gehabt, wo ich gesagt habe, da hätten manche vielleicht aufgegeben, ich habe nie aufgegeben. Ich habe erkannt, dass ich resilient bin, sehr stark bin, das ist mir auch bescheinigt worden. Und das steckt in mir drin. Man darf nicht aufgeben, auch wenn man das Ergebnis noch nicht sieht. Man muss dranbleiben. Man muss auf diese Strategie, die die Ikonenschmiede fährt und die wir da dort lernen, vertrauen. Die Ergebnisse kommen vielleicht nicht nächste Woche, vielleicht nicht nächsten Monat. Die werden aber kommen. Bei dem einen schneller, bei mir vielleicht schneller, bei dem anderen vielleicht dauert es etwas. Die werden sich einstellen. Es ist logisch aufgebaut. Das kann sich nur einstellen. Das muss sich einstellen.
Spannend. Niemals aufgeben. Ha? Es kann so simpel sein eigentlich. Ne? Ja, es Simpel, gibt aber Typen, nicht einfach. ich sag mal, es gibt Typen, die sind dafür geboren, es gibt Menschen, die sind da vielleicht weniger für geboren, aber es wäre mein Ratschlag. Ja. Ich bin ja nicht von irgendwo aus irgendeinem Grund heraus Marathon jahrelang gelaufen und ich bin nicht nur Deutsche gelaufen, ich bin international gelaufen. Das ist ja auch eine Sportart, die sucht man sich aus. Ich konnte bei Kilometer 36 auch nicht mehr. Ich war platt und da macht nur noch der Kopf, sagt, die Sehnsucht ist da, ins Ziel zu kommen. Diese Sehnsucht, diese goldene Medaille im Ziel zu haben, die man jeder Marathonläufer, der ins Ziel kommt, bekommt. Das ist eine Sehnsucht, die dich vorantreibt. Du kannst per Kilometer 36 nicht mehr. Wenn du super trainiert bist, vielleicht noch, aber die meisten knicken da ein. Und dann sind wir noch 6 Kilometer. Und die haben mich nur nach vorne getrieben ins Ziel, weil ich diese Sehnsucht hatte, diese Medaille drum zu bekommen und zu sagen, ich habe es geschafft, ich habe diese 42,195 Kilometer geschafft. Und diese Sehnsucht musst du auch in der Kunst haben, zu sagen, ich habe diese Sehnsucht, ich gehe weiter vorweg, egal was passiert. Auch wenn das nicht geklappt hat, das nicht geklappt hat. Mein Zug rollt. Der rollt auf das Ziel drauf zu. Mein Team weiß das. Die halten sich rechts und links fest, weil die Geschwindigkeit immer schneller wird. Die bleiben aber dran. Wow. Also, Michael, ich danke dir sehr für dieses Interview. Das war sehr, sehr erhellend. Ich denke auch für den einen oder anderen Künstler da draußen noch ein bisschen so eine, ja, Offenbarung vielleicht auch darüber, was eben möglich ist und was notwendig ist, um das alles zu schaffen, was du eben auch schon bisher schon geschafft hast in dieser kurzen Zeit, 24 Monate. Also, davon können viele träumen. Aber es ist halt möglich, wenn man es einfach vertraut, wie du es gesagt hast, Urvertrauen hat und einfach Vollgas vorangeht. Deswegen vielen, vielen Dank für dieses Interview. Es hat mir eine sehr, sehr große Freude bereitet. Und jetzt würde ich dir noch die Frage stellen, wie können dich denn die Leute online finden? Ich habe verschiedene Kanäle. Die Base ist natürlich meine Homepage www.mino-art. Bin auf Instagram aber auch vertreten unter mino.art.germany. Aber Newsletter kann man sich eintragen, darüber kriegen Sie Informationen. Wir starten demnächst mit dem eigenen Podcast. Also auch bei Google, wenn man da eingibt, Mino-art, mittlerweile, ich bin da in Top 1. Die ersten 10 Treffer, das ist alles um mich herum. Da findet man mich immer, jederzeit. Und eine E-Mail, ich versuche alle E-Mails zu beantworten, die einen schnell, die anderen meistens direkt auch Fragen zu beantworten. Man kann auch bei meinem Newsletter Themenvorschläge machen, die wir dann behandeln. Ja, ich versuche meistens immer zu antworten. Super. Gut, vielen, vielen Dank, Michael. Und falls du, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, auch die Sache selbst in die Hand nehmen möchtest, um deine Kunst zu vermarkten, dann schau einfach mal auf ikonenschmiede.de vorbei, vielleicht auch ikonenschmiede.de/akademie und bewirb dich am besten noch heute. Vielen, vielen Dank, Michael. Vielen Dank fürs Zuhören, auch lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Und wir hören uns nächste Woche in der nächsten Episode. Bis dann.